Kiflom-Hörer, Hörer und herzlich willkommen zum 377. Buffcast. Ja, wenn ich weiß, was Kiflom heißt, der googelt das mal und guckt etwas verwirrt. Alle anderen finden es vielleicht lustig oder erinnern sich an nervige... Sam hat uns jetzt schon zweimal gefragt, warum ich immer Kiflom schreibe. Ich hoffe, er hat es sich endlich gemerkt. Ja, Sam ist noch nicht da, denn derzeit da sind du bist die Susanne. Und du bist der David. Und Sam kommt aber vielleicht auch nochmal. Der eine oder andere Hörer mag sich an letzte Woche erinnert fühlen. Ja. Und tatsächlich wird es wahrscheinlich auch die gleiche Besetzung, denn Alex zum Beispiel ist leider immer noch krank. Und Olli auch. Deshalb, ja, geht's leider... Wenig Panzer. Tut mir auch aus ganzem Herzen leid, leider wieder nicht um Panzer. Auch dieses Jahr. Also wir können ja auch erzählen, wir spielen ja auch Spiele, in denen es Panzer gibt. Also in GTA gibt es Panzer, GTA 5. In StarCraft 2 gibt es Panzer. In ziemlich vielen MMOs gibt es auch Tanks, so ist nicht. Das ist, ja, stimmt. Und auch World of Warcraft, die Verwüster, kann man ja auch durchaus als Panzer bezeichnen. Ja. Nein, also auch dieses Mal leider wieder niemand dabei, der sich ausreichend mit dieser Art von Spielen... Es gibt auch Siege-Tanks in World of Warcraft. Mit dieser Art von Spiel auskennen würde, nächste Ausgabe vielleicht. Wieder. Wir drücken die Daumen, dass auch ihr wieder was zum Hören bekommt. Da können wir auch nochmal ganz grundsätzlich vielleicht, weil es da die letzten Wochen auch wieder so einige Kommentare gab zum Cast und auch eine Hörerfrage heute, ich will nicht sagen trollig, aber... Leicht trollig, durchaus... gestellt war. Im Podcast reden, der Podcast, wir können da keine allumfassende, wir sprechen über jedes MMO Erfahrung bieten, leider. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass der eine oder andere sich das wünscht, dass da vielleicht auch die Erwartungshaltung da ist, aber wir können im Podcast nur über das reden, was halt was wir auch wissen, was wir auch sehr spielen. Was halt auch die Leute spielen, die erstens hier vor Ort sind, weil diverse Spiele, es gibt ja nur viele MMOs und jeder weiß sicherlich, dass man davon nicht besonders viele besonders intensiv spielen kann. Deshalb werden ja diverse MMOs bei uns, unter anderem der Herr der Ringe Online, um das konkrete Beispiel zu nennen, auch von freien Autoren betreut, nicht hier intern. Insofern ist das leider ein Thema, was im Podcast relativ selten vorkommen wird. Bis wir mal eine bessere Möglichkeit finden oder eine regelmäßigere, vielleicht hier was mit Gästen zu tun im Podcast. Ja. Wobei das derzeit nicht so wirklich auf der Agenda steht. Und deshalb ist der Podcast nun mal nicht allumfassend. Da muss man einfach so hinnehmen, können wir nichts dran ändern. Wir reden halt über die Themen, die die Leute spielen, die hier gerade vor Ort sind. Es ist ja auch eher so eine Plauderrunde und das ist so das andere Ding, was ich zum Podcast nun mal sagen wollte. Unser Ziel mit dem Podcast ist halt einfach nicht da, auch nicht da die allumfassende News-Sendung mit dem komplett Überblick über alles zu geben, was die letzten Wochen passiert ist, sondern es ist halt einfach auch eher so eine Plauderstunde. Auch eine sehr subjektive mitunter, manchmal. Manchmal? Meistens? Das ist eben so in a nutshell gewissermaßen der Podcast. Kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere sich wünschte, es wäre anders, aber so ist nun mal der Podcast. An der Stelle können wir auch einsetzen mit den News, ja. Denn da behandeln wir auch unter anderem Themen, die wir mal nicht so häufig spielen. In dem Fall bleiben wir doch gleich bei Herr der Ringe Online, denn da ist das Embargo gefallen. Es läuft ja aktuell in die Beta für die Erweiterung Helm's Klamm für Herr der Ringe Online. Und da wollten wir dann nochmal betonen, dass wir das natürlich nicht an uns vorbeigegangen ist, dass dieses Embargo gefallen ist. Wir haben aber einen freien Autoren, der kümmert sich darum. Wir möchten schauen, dass wir in dieser Woche auch was in der Show haben. Da könnt ihr euch das anschauen, was Helm's Klamm so zu bieten hat. Unser Benny, der Benny Mathisen, ist ja ein kompetenter HDRU-Spieler. Und entsprechend findet ihr dann auch was auf der Webseite, wenn der Benny damit fertig ist. Wie gesagt, bei uns im Haus spielt das gerade keiner aktiv. Es wäre vielleicht auch ein bisschen schade, wenn das dann irgendwie unterrepräsentiert wäre, weil wir irgendwie so ein bisschen rummauscheln. Deswegen, was? Wer mauschelt? Ich mauschel nicht. Wir mauscheln ja auch nicht, weil wir sagen, ja, wir spielen es nicht. Und dementsprechend können wir momentan nichts dazu sagen. Aber der Benny wird das machen für uns. Und dann könnt ihr euch darauf freuen. Ja, Benny spielt Herr der Ringe, hat auch schon in Helm's Klamm reingeschaut und jetzt, wo man darüber berichten darf, gibt es auch was. Wie gesagt, hoffentlich schon diese Ausgabe, diese Woche in der Show. Muss man mal gucken, ob das noch was wird, weil das Embargo-Ende ist ja auch jetzt erst passiert.
Aber auf alle Fälle demnächst dann da mal vernünftige Impressionen. Richtig. Und wer selber schon in der Beta ist, darf ab jetzt entsprechend drüber berichten. Ja. Wie toll oder nicht toll er Helms Klamm findet, was gut ist, was schlecht ist. Ja. Ja. Ich finde das ja eigentlich ganz nett, diese Idee mit der Schlacht um Helms Klamm, dass man da auch mit niedrigstufigen Charakteren dran teilnehmen kann. Aber das ist auch so ziemlich alles, was ich darüber weiß, deswegen setze ich mich jetzt nicht noch weiter in das Fettnäpfchen. Ein weiteres Spiel, was in dieser Woche gepatcht wird, oder ein Spiel, was in dieser Woche gepatcht werden soll, so sagten mir das die Entwickler, ist The Secret World. In dieser Woche soll Ausgabe 8 erscheinen, die Venedig-Agenda. Und die enthält zum einen eine neue Geschichte, also neue Missionen, mit der ihr mehr Geschichte erleben könnt rund um den Rat von Venedig. Ihr dürft dann auch nach Venedig reisen und ihnen vielleicht auch ein bisschen auf die Finger hauen, wer weiß. Außerdem kommt das Augmentierungssystem, mit dem ihr Fähigkeiten anpassen könnt, nachdem ihr sie schon mal freigespielt habt. Da bin ich ja nach wie vor sehr skeptisch, aber mal gucken. Und das Szenariosystem. Da bin ich nicht so skeptisch, weil Szenarien sind toll. Szenarien sind toll. Naja, mal gucken, wie es wird, aber... Das System ist ja so, nach dem, was man, ich war nicht auf dem Testserver, aber nach dem, wie es in den Ankündigungen klang, ja auch schon tatsächlich sehr an die Szenarien aus WoW angelehnt, also auch so Mini-Instanz-mäßig. Und die finde ich in WoW gut, insofern kann ich mir die auch in The Secret World relativ gut vorstellen. Mal gucken. Ich werde mir das Ganze in dieser Woche auch dann anschauen, wenn es erscheint, beziehungsweise ein bisschen kurz vorher, denn... Der Joel, der liebe Game Director, hat noch ein bisschen Zeit, um uns das auf dem Testserver zu zeigen. Denn dementsprechend erfahrt ihr dann auch noch mal mehr darüber, was da bei The Secret World passiert. Aber wenn ihr das Spiel auch schon mal gekauft habt und momentan nicht so begeistert, also nicht rein dabei seid, reinzuschauen, wollen wir euch noch die Halloween-Geschichten ein bisschen ans Herz legen. Das sind 10 kleine Missionen, die ihr momentan in Neuengland, also auf der Solomon-Insel, erleben könnt. Ja, wir haben nämlich mal wieder TSW gespielt. Ja. Eben wegen Halloween war der Hauptaufhänger. Aber wir wollten ohnehin mal, unsere Charaktere hingen ja, haben ja Transsilvanien noch nicht fertig. Da wollten wir eigentlich mal weitermachen. Mhm. Aber wie das dann so ist, wenn man so ein MMO mal ein bisschen liegen lässt, dann ist man auch so ein bisschen träge, da wieder reinzugucken. Aber Halloween war jetzt so ein ganz guter Tritt in den Allerwertesten, weil das ja irgendwann wieder weg ist. Und dann will man es ja mal gesehen haben. Deshalb sind wir da. Katzengott nachgeholt. Da gerade dabei, ja, einmal den Katzengott nachgeholt vom letzten Jahr und also das diesjährige Event ist wirklich schön, passt gut zu The Secret World. Fängt an, wäre es hier jede Woche komische Geräusche. Ja, weil hier auch gearbeitet wird. Es ist seltsam. Wie gesagt, wir spielen alles in Neuengland, das heißt, man braucht auch keinen super fortgeschrittenen Charakter. Also mit einem gerade eben erstellten wird es ein bisschen schwierig werden, wenn man es alleine machen will. Ja, vor aber allem. Man muss jetzt nicht die halbe Story schon durchgespielt haben, um davon was zu haben. Fängt dann an bei dem Baumhaus. Mit der Kinderklicke, den Monsterjägern. Ist das Blue Mountain oder ist das das davor? The Savage Coast. Das ist die Küste. Die Küste. Die Küstenregion. Ja, wer da durchgespielt hat, wird sich an das Baumhaus erinnern. Mhm. Da findet man ein Buch von Danny, der nämlich Gruselgeschichten sammeln wollte oder sammeln will. Und dann gibt es eben überall verteilt in den drei Gebieten von Neuengland gibt es dann so kleinere Quests. Also man findet dann überall, meistens in der Nähe von irgendwelchen auch bekannteren NPCs, die dann eben eine Geschichte für Danny aufgeschrieben haben. Zum Beispiel Andy, der Deputy. Oder Carter. Aus Kingsmith. Oder Carter. Oder aus der Universität. Madame Rouget. Und so weiter. Gibt es dann 10 Geschichten. Man liest zuerst tatsächlich einen Text, so eine kleine Gruselgeschichte. Sind sehr schön geschrieben, finde ich. Bei einem gab es bisher eine Schriftart, die sie gewählt haben, die war furchtbar zu lesen. Ja gut, okay, ja, stimmt. Schön muss man... Schön nicht im Auge des Betrachters. Wenn es tatsächlich um die optische Gestaltung geht, sind 1, 2, die so in Schreibschrift simuliert sind, etwas schwieriger zu lesen. Aber so textlich fand ich die alle ganz schön. Sind halt so typische Halloween-Geschichten. Und nachdem man das gelesen hat, geht es dann immer darum, einmal zu verifizieren, ob das auch stimmt oder ob das nur eine ausgedachte, schwachsinnige Spukgeschichte ist. Mhm. Und dann folgt eben an jede Story immer noch so eine kleine Mission. Die sind jetzt spielerisch meistens nichts Besonderes.
meistens kurz irgendwas aufsammeln, um dann eben das Monster oder was auch immer, worum es auch immer in der Geschichte geht, zu beschwören und umzuhauen. Aber trotzdem ganz schön gemacht. Passt halt einfach gut zum Flair vom TSW überhaupt. Was besonders schön ist, ist ja, dass du wie nennt man das? So Sammeltüten, Süßigkeiten-Tüten finden kann, auch von normalen Gegnern, wenn die ein bisschen höherlevelig sind. Ja. Wobei... Ja, es können immer so, also bei Gegnern, die auch in der Nähe dieser Questgebiete sind, die verwandeln sich dann hin und wieder mal. Kitties. Oder wenn man sie dann umgebracht hat, dann spawnt noch so ein Werwolf. Eine Kitty. So an das Katzengott-Zeug angelehnt. Ja. Und von denen kann man dann so Beutel erbeuten, in denen entweder tatsächlich so Süßigkeiten sind, was dann in der Regel, wenn man nicht im Kampf ist, die Lebenspunktregeneration mal kurz erhöht. Oder tatsächlich auch Items, zum Beispiel den blutbeschwerten Kürbiskopf. Ich glaube, den gab es letztes Jahr schon, den gibt es dieses Jahr wieder. Und auch noch so ein paar andere optische Kleidungsstücke. Eine blutbeschmierte Käppi. Bandagen habe ich noch. Und eine blutverschmierte schwarze Bikerjacke. Und was ich auch mal drin hatte, ist tatsächlich eine Zombie-Verkleidung. Die ging aber leider nur einmal anzuwenden. Ja, wir als Reset-Reisende. Muss ich nochmal wiederfinden, die sah ganz lustig aus. Haben wir nicht viel Hunger gehabt. Ja, ein Bosskampf gegen den Jack O'Lantern in Kingsmith gibt's auch. Den kann man auch, wenn man das in einer bestimmten Reihenfolge macht, wie wir gestern festgestellt haben, kann man da eine Supervision von spawnen, für die man ein paar mehr Leute... Ich hab mich mal gleich ungespitzt den Boden gerammt. Für die man ein paar mehr Leute als zwei benötigt. Also so typische Event-Boss-Kämpfe. Es hätte vielleicht besser funktioniert, wenn ich auch meine Tank-Ausrüstung angehabt hätte. Ja, da hätte es aber wahrscheinlich auch nicht gereicht. Aber auf jeden Fall ist einiges los in Halloween für The Secret World. Nicht furchtbar zeitaufwendig, aber wie gesagt, schön gestaltet. Man muss auch nicht schon durchgespielt haben. Also ist eigentlich genau ideal für alle Leute, die TSW irgendwann mal angefangen haben. Dann vielleicht nicht durchgespielt, so ein bisschen die Lust verloren, obwohl sie eigentlich schon so ein bisschen Spaß dran hatten. Ist ein guter Anlass, jetzt nochmal reinzugucken. Läuft noch bis zum 11. November. Ja. Das heißt, man hat auch genug Zeit, noch zu patchen und zu spielen. Ja. Patchen bei TSW dauert ja durchaus seine Zeit, wenn man es länger nicht gemacht hat. Also da ruhig mal wieder reingucken. Und wenn man sich dann diese Woche wieder eingespielt hat für Halloween, kann man danach dann auch gleich mit den neuen Inhalten des Updates weitermachen. Oder zumindest vielleicht mit dem Augmentierungssystem. Mit den neuen Quests wahrscheinlich eher nicht, aber je nachdem, wie weit man war. Es kommt darauf an, wie weit man war. Also ich wage zu behaupten, dass ich auch nicht sofort die Venedig-Agenda spielen werde, weil ich auch hier ein Traum... A Dream to Die heißt. Nein, A Dream to Kill. Weiß ich nicht mehr. Also das, die Ausgabe davor habe ich auch noch nicht auf dem Live-Server gespielt, nur mal auf dem Test-Server reingespielt. Und ich möchte eigentlich erst die Transsilvanien-Geschichte abschließen, bevor ich dann den anderen Rest angehe. Ja. Weil bei Kairo hat es ja noch gepasst, weil da waren wir in Ägypten unterwegs. Wollten wir ja noch weitermachen, kommt es dann demnächst, wenn Halloween vorbei ist. Ich glaube, zwei Gruselgeschichten haben wir noch nachzuspüren. Und dann ist Halloween fertig und dann können wir mal Transsilvanien anfangen. Wie bei TSW, ich sag's ja immer wieder gerne, ich würde es auch immer noch so als Nischenspiel empfehlen, aber wer mal ein MMO sucht, was etwas anders ist oder auch mal, ohne so sehr den Fokus drauf zu haben, dass es ein MMO sein muss, einfach ein Spiel, wo man auch durchaus zusammenspielen kann oder was eine starke Geschichte hat, spielt TSW. Ist nach wie vor schön. Man muss so ein bisschen mit dem Macken leben können, haben wir auch schon mal gesagt, es ist halt so ein Funcom-Spiel, da muss man halt so über so ein paar... vor allem technische Unzulänglichkeiten so ein bisschen hinwegsehen können. Die Eingabe gerade mal wieder nicht funktioniert. Aber schön, wer Geschichten mag, sollte und eben noch keine Chance gegeben hat, sollte das mal tun. Ja. Kann man auch gut, wie gesagt, wir spielen das ja auch so, da schwimmen wir ein bisschen rein, dann macht man mal so ein Gebiet fertig und dann spielt man vielleicht auch mal wieder 2-3 Monate nicht und guckt dann wieder rein. Ist ja dank des Buy-to-Play-Modells auch kein großes Problem. Also auch gut, um das mal so episodenhaft, wenn man wieder ein bisschen Lust drauf hat, zu spielen. TSW, schön. Wildstar. Gibt's Neuigkeiten? Vielleicht auch schön, weiß man nicht, denn man konnte noch nicht spielen. Aber das ändert sich bald. Was für eine Überleitung. Ja, hast du das schön überhaupt gemacht. Nicht holprig. Hast du das schön gemacht. Im Dezember heißt es, sagen die Entwickler von Carbine. Ist nicht mehr lange hin. Kinder, denkt dran, bald ist Weihnachten. Die Zeit vergeht. Ja. Es ist nämlich schon November. Richtig. im Dezember soll die Beta zu Wildstar starten.
die geschlossene Beta, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sie nennen es ja die Winterbeta. Das heißt, es klingt so ein bisschen so, als wäre es danach dann auch erstmal vorbei, bis es dann irgendwann mit dem nächsten größeren Block. Wahrscheinlich wird es ja auch wieder nach Fokustest, klingt es jetzt nicht, aber schon so nach einem in sich abgeschlossenen Testpaket, auch was den Umfang angeht, den man da spielen kann. Muss man mal gucken. Werden wir sehen, ob es besser ist, als alle 4 Wochenenden mal für 2 Tage reinspielen zu können. Die Gänsefüßchen Winterbeta. Gänsefüßchen zu Wildstar soll irgendwann im Dezember passieren. Man weiß nicht wann. Aber steht wohl zu vermuten, schon eher am Anfang des Monats, weil ich glaube, dann so um die Feiertage rum wollen auch die Herrschaften bei Karwalen. Es gibt ja Leute, die sind da schmerzbefreit. Vielleicht so ein paar Tage frei haben und nicht gerade genau zu Weihnachten die Beta starten. Ich sage ja, es gibt ja Leute, die sind da stark schmerzbefreit, nämlich die Herrschaften, die bei BioWare gearbeitet haben, als sie entschieden haben, am 20.12. SWTOR zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das entschieden haben, die Leute waren, die dann an den Feiertagen sich um die Server kümmern müssten. Ich könnte mir vorstellen, die Leute, die das entschieden haben, saßen zu Hause. Ja, ich glaube auch. Am warmen Lager, auf Kaminfeuer und so, unter dem Weihnachtsbaum. Ja, warten wir mal. Lagerfeuer. Kaminfeuer. Hast du gerade Lagerfeuer gesagt? Am warmen Lager? Na, ich bin... Ja, Wildstar. Das müssen wir uns anhören dann später. Einen ersten Ausblick mehr oder weniger auf die Beta, weil es ist ja auch dann eine neue Version von dem Spiel, die dann da zu spielen ist, wo diese ganzen Änderungen zum Beispiel am Quest-System oder auch an der Fähigkeitenzuweisung, da gab es ja auch zuletzt diverse Entwicklerblogs, wo so klargestellt wurde, was sich so an größeren Geschichten gerade auch im Interface oder im Spielsystem getan hat. Mhm. Das ist ja in der Winterbeta auch schon mit drin. Und was wir ja letzte Woche schon hatten, es soll ja jetzt demnächst neue Livestreams geben. Ja. Also so offizielle, auch vorher angekündigte. Die erste war ja nicht vorher angekündigt. Ich glaube, für Sonntag ist schon der nächste angekündigt. Samstag. Die erste angekündigte Folge folgt jetzt am Samstag um 21 Uhr parallel zur BlizzCon. Ups. Also wer sich sowohl für Blizzard-Spiele als auch für Wildstar interessiert, der hat ein Dilemma. Braucht mehrere Endgeräte, um beides parallel zu gucken. Ja. Ab 21 Uhr europäischer Zeit, es sollen eine Klasse neu vorgestellt werden, mehr oder weniger. Nicht, weil es eine von den Klassen ist, die man noch nicht kennt. Es soll eine bekannte sein. Aber an den Klassen hat sich wohl auch so viel verändert, dass sie die jetzt quasi nochmal neu enthüllen und nochmal zeigen, was da jetzt neu ist und wie sich die Klasse inzwischen so spielt. Und da wird jetzt eben die erste präsentiert am Samstag. Man weiß noch nicht, welche. Und was eben auch gezeigt werden soll, ist die aktuelle Spielversion. Also die grundsätzlichen Änderungen, die da auch passiert sind. Und dementsprechend ist das dann auch die Spielversion, die in der Winterbeta spielbar sein soll. Juhu! Dann würde ich sagen, die Fans von Wildstar schauen am Wochenende mal in den Livestream rein und gucken sich an, worauf sie sich dann schon mal freuen dürfen, wenn es dann soweit ist, dass die Winterbeta startet. Ja, beziehungsweise wer es verpasst, es ist ein Twitch-Livestream. Ich glaube nicht, dass die es wird oft mal aufgenommen, ja. Jungs von Carbine das blocken, dass es auch on-demand verfügbar wäre. Insofern würde ich davon ausgehen, man kann sich den sicherlich auch nachträglich noch anschauen. Ja. Dann habe ich mir notiert, dass jetzt für Dragon's Prophet jetzt quasi heute am Dienstag, am 5. der erste Raid erscheint. Für 10 Mann ist der. Das Ding heißt Drachenherz-Tempel. Dazu gibt es ein neues Gebiet im Norden von Aurazia, es heißt Alentia und ist so durchzogen von Lava, Flüssen, Strömen, was auch immer. Da passt auch das Thema des Drachenherztempels hinzu, denn da gibt es dann auch mehrere Bosse, 5 Stück insgesamt. Einer von denen schwimmt beispielsweise auch in der Lava, was ich ganz niedlich finde. Ist aber nicht gesund. Es kommt drauf an. Ja, Lava schwimmen kann. Sind ja Drachen, ne? Würde ich ist ja Dragon's Prophet, heißt, es gibt viele Drachen, ja. Die Bosse sind Drachen und ich meine, Todesschwinge hat sich ja auch hier beschlagen lassen mit heißem Zeug. Er war ja auch ein bisschen doof dann. Er war auch ein bisschen doof, ja. Vielleicht ist der Drache aus dem Drachenherztempel auch ein bisschen doof, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall könnt ihr auch bis Stufe 90 dann leveln, wenn dieser Patch erschienen ist, was er ja dann ist, wenn ihr euch das jetzt anhört. Was ich ein bisschen krass finde, also ich finde diese Stufenerhöhungsgeschichten gehen bei Dragon's Prophet sehr schnell voran, so irgendwie alle 2 Monate. Ich weiß nicht, ob ich das
cool finde, oder? Also ich finde es echt krass, wenn ich jetzt jemand wäre. Ich habe ja ein bisschen reingespielt in das MMORPG, das ja in Deutschland von Infernum vertrieben wird. Und habe mir das mal alles ein bisschen angeschaut, was man da machen kann, und habe auch ein paar Sachen dazu für die Webseite geschrieben. Und war, glaube ich, mit Level 50 Charakteren unterwegs und habe mich da schon gewundert, ey, das ist ja gar nicht mehr der Hot Shit, sondern Level 80 ist schon der neue heiße Scheiß, und dann kann man jetzt auf Level 90 leveln. Ich find, ja, das liegt ja aber auch daran, es sind ja nicht so wirklich, hey, es gibt einen neuen Patch, eine Mini-Erweiterung, deshalb erhöhen wir das Level-Cap, sondern eher, wir haben jetzt sukzessive neue Inhalte eingeführt, also wird jetzt das Level-Cap erhöht oder nicht? Ist das nicht eher so zu verstehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nachdem da ja auch der Update-Zyklus relativ fix ist, kommt mir das eher so vor, als kämen wir da noch Zeug dazu, was man vielleicht möglicherweise, ohne irgendwas unterstellen zu wollen, auch in einer Release-Fassung schon hätte drin haben wollen. Und in dem Zuge dann auch das Level-Cap mit angehoben wird. Ich meine, bei Dragon's Prophet ist es ja eh Wurst, oder Wurscht, sagen wir es mal so, ist ja eh ein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, da können sie tun, machen, was sie wollen, und erweitern und Inhalte draufschaufeln. Auch wenn sie ursprünglich für die Release-Fassung geplant werden, wird sich jetzt keiner beschweren, dass innerhalb der... Also ich meine, im September ist es ja im Prinzip offiziell erschienen. Das heißt, wir sind jetzt zwei Monate danach, und sie haben schon eigentlich ordentlich viel reingepatcht und sowas. Ist schon gewaltig. Also ich würde, wenn ich es jetzt hauptberuflich, nein, nicht hauptberuflich, aber wenn ich es jetzt spielen würde, so weil ich voll Bock drauf habe, ich glaube, ich weiß nicht, ob mir das ein bisschen zu schnell ging, aber weiß ich nicht. Vielleicht spielt ja der eine oder andere von euch Dragon's Prophet und kann mal sagen, wie er das so findet. Spielst halt in deinem eigenen Tempo und zähmst erstmal 20 Drachen. Das ist ja. Nee, 300 bitte. 300? Ja, 300. Kann man so viele Plätze haben, ja, für alle Drachen. Kann man haben, ja. Muss man vielleicht ein bisschen was für ausgeben, aber man kann. Nun gut. Ja. Ja, mich hat es leider nicht ganz so gefesselt, aber... Ich habe gerne den Windläufer gespielt. Weil schön für jeden, der Spaß dran hat. Der Spaß macht. Alles klasse. So, wo bin ich? So, 22:40. Guild Wars 2, der Turm der Albträume, wird am 12. November veröffentlicht. Das ist vielleicht weniger überraschend, weil bei Guild Wars 2 wird ja im Zwei-Wochen-Zyklus neuer Content veröffentlicht. Um was es sich bei dem Turm der Albträume jetzt genau handeln soll, weiß man noch nicht ganz, ob es jetzt ein Dungeon ist oder einfach ein neues Gebiet, in dem man spielt. Ihr dürft sie aber, den Turm, auf jeden Fall erobern. In der düsteren Festung der Toxischen Allianz, so heißt das, werdet ihr dann natürlich auf neue Gefahren und Herausforderungen stoßen. Und wie heißt es so schön, einer Ausgeburt des Schreckens Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Und was bekommt man dafür? Eine Gasmaske. Eine Gasmaske. Ein Gasmaskenhelm und andere Kleidungsstücke, Miniaturen und eine Truhe mit nicht näher genanntem Inhalt. So hat mir das unsere Webseite erzählt. Ja, es gibt eine Truhe, für die man drei Schlüssel braucht, die man sich da entsprechend verdienen kann oder spielen kann. Und mit den drei Schlüsseln, naheliegenderweise, kann man die Truhe öffnen. Aber was da drin steckt, wurde noch nicht verraten. Ich habe keine Ahnung, was da für schöne Schätze drin stecken, aber vielleicht sind sie gut. Vielleicht. Hoffentlich sollte man. Hoffentlich sind sie gut. Je nachdem, wie aufwendig es ist, die drei Schlüssel zu bekommen. Ja. Ja, man weiß noch nicht genau, was es ist. Ich wollte mir extra bei unseren Herrschaften, Kollegen von Watchtower Hilfe holen. Bei denen kann man auch, wenn man Guild Wars 2 zum Beispiel im Buffcast vermisst, kann man auch gerne bei Watchtower vorbeischauen. Öfter mal die. Da gibt es auch Karten. Die sind da noch ein bisschen involvierter als wir. Aber die wussten auch nichts. Also bei der, da stand auch, es ist noch nicht bekannt, was es wird. Ich habe mal bei den die offiziellen Bilder auf der Webseite zu dem Update, da waren ein paar dabei, da stand im Dateinamen was von Instance. Aber nun weiß ich auch nicht, ob das bei Guild Wars 2 wirklich heißt, dass das jetzt ein Dungeon ist, oder ob, wenn das mehr oder weniger ein neues Weltgebiet ist, was es ja auch sein könnte, vielleicht in dem Turm, ob das dann intern bei denen auch irgendwie als Instanz mit bezeichnet wird. Weil es ja auch verschiedene Instanzen von Gebieten und so. Insofern weiß ich nicht, ob man da viele Rückschlüsse ziehen kann, aber... Werden wir erleben... Es gibt zumindest einen neuen Trailer, den ich vom Stil her extrem cool finde. Das ist mit der Musik, nicht wahr?
Der Trailer hat also, auch Musik, wie also Trailer, gibt, das manchmal es so gibt, es gibt, ja. Es gibt so den Wettbewerb, ja. Ja, es gibt da einen Musikwettbewerb, wo man Videos zu dem Musikstück machen, also aufnehmen kann im Spiel beispielsweise. Zu dem Musikstück, was mit dem der Trailer unterlegt ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, es ist ein bisschen Heavy Metal Mucke. Ja. Ich hab mir den Trailer angeschaut und habe mir gedacht, es ist ja gar nicht Guild Wars, sondern dachte ich mir, ach, die haben sich wieder was Lustiges ausgedacht. Ja, es gibt auch noch einen Musikvideo-Wettbewerb dazu, wer irgendwie Machinima veranlagt ist, kann da mitmachen. Ja. Und ansonsten nächste Woche. Wissen wir mehr. Ab in den Turm. Wie gesagt, Trailer fand ich sehr cool. Hat mir direkt möglicherweise fast vielleicht wieder ein bisschen Lust gemacht, in Guild Wars reinzugucken. Aber du spielst auch TSW. Ja, das ist das Problem. Mit diesen vermaledeiten MMOs. Diese MMOs. Dach. Irgendwie würde man ja gerne alle spielen, aber Zeit hat man dann doch nur für anderthalb. Ja, das stimmt. Da. Schlechte Nachrichten gibt es für Fans von South Park. Krass. Was? Krass? Achso. Ja, ich war nur gespannt, ob es jetzt noch schlechte Nachrichten kommt. Achso. Ja. Und bist jetzt krass nicht begeistert oder was? Ich hab was gesagt, nicht krass. Achso, was? Was? Ja, Ubisoft möchte halt keine Spiele mehr rausbringen dieses Jahr. Haben sich irgendwann gedacht, das ist eine schlechte Idee. Weihnachtsgeschäft ist für Anfänger. Ja. Kann ja jeder. Sie haben ja schon die Division verschoben gehabt. Nee, Quatsch, Watch Dogs ist es. Watch Dogs ist es. Hot Dogs. Das relativ innovativ erscheinende Spiel von Ubisoft. Naja. Was? Innovativ. Jetzt doch nicht mehr? Weiß ich. Interessant. Interessant, das interessant ja. erscheinende Spiel ja. von Ubisoft. Dann haben sie irgendwie The Crew verschoben. Ist das nicht auch irgendwie so ein Rennspiel? Das nicht so interessante Rennspiel, ja. Und sie haben jetzt auch verschoben, relativ kurzfristig, wie ich behaupten möchte, weil South Park, der Stab der Wahrheit, das Rollenspiel, sollte eigentlich im Dezember erscheinen und jetzt soll es am 6. März 2014 erscheinen. Ja, es kommt halt von Obsidian und Obsidian hat jetzt nicht so den besten Ruf. Es klingt so ein bisschen nach Notbremse. Was die Qualität von Spielen, möglicherweise auch die Bugfreiheit von Spielen zum Launch angeht. Denkst du jetzt an sowas wie KOTOR 2 oder was? Ja, Alpha Protocol war ja auch nicht so ganz rund. Und also es klingt für mich jetzt eher nach so einem typischen Obsidian-Problem. Und wie gesagt, dann hat Ubisoft sich halt gedacht, ach, wisst ihr was, Weihnachtsgeschäft ist für Sissies. Wenn EA das braucht, die Weicheier, dann sollen sie mal, wir kriegen das auch nächstes Jahr hin. Verschieben wir einfach gleich alles auf 2014. Disclaimer, Ubisoft hat das bestimmt nicht gesagt. Und gehen jetzt einfach schon mal in Urlaub. Komm, ihr habt alle 2 Monate frei. Jetzt hier in der Buchhaltung auch, kommt eh kein Geld rein. Alles großartig. Ja. Doch, genau so wird es gelaufen sein. Genau so. Ja, South Park erst nächstes Jahr, leider. Ich habe mich eigentlich drauf gefreut, weil das... Ich war ja nach wie vor bei jedem Trailer erneut, war ich baff, dass dieses Spiel halt einfach echt aussieht wie die TV-Serie. Ja. Ich habe voll Spaß dran gehabt, also das von den Trailern. Das tatsächlich gerne mal in Aktion gesehen und selber gespielt. Nun müssen wir noch ein bisschen warten. Ist aber tatsächlich, das wäre auch so eines der, ist ja sogar das einzige so klassische echte Rollenspiel noch, was dieses Jahr noch kommt? Oder verpasse ich irgendwas? Witcher ist auch erst. Witcher ist noch hin. Dragon Age ist auch hin. Dragon Age ist in Mass Effect 4, weiß man noch nicht mal irgendwas. Nee. Cyberpunk ist noch lange hin. Ja, auch die ganzen Kickstarter-Geschichten sind dieses Jahr nicht mehr fällig. Da war Shadowrun ja so das Einzige. Also ja, ich glaube so von Offline-RPGs, etwas größeren, wäre South Park tatsächlich so das Ding gewesen dieses Jahr eigentlich noch. Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt. Natürlich eine starke Geschmacksfrage, wird jetzt nicht jeden Rollenspiel-Fan begeistert haben. Würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Jetzt kommt es erst nächstes Jahr. Richtig. Wahrscheinlich zwischen Teso und Walster. Naja, gut, wobei da. Also South Park findet, glaube ich, immer seine Nische. Ich glaube auch. Sofern die Qualität von dem Spiel stimmt, würde ich mir da keine Sorgen machen, gegen welche anderen das so antritt. Das wird schon... Wird schon gehen. Wie gesagt, ich freue mich drauf, auch wenn es jetzt erst nächstes Jahr kommt. Eine kleine Meldung habe ich noch zu. Achtung, World of Tanks. Oi. Ich wollte nur mal daran erinnern, an diejenigen, die nicht jeden Tag in das Panzerspiel einloggen, dass in der vergangenen Woche Update 8.9 erschienen ist.
und das den Teamgefechtmodus bringt und die Jagdpanzerlinie für die deutsche Fraktion. In dem Fall zum Beispiel stehen euch jetzt Panzer zur Verfügung wie, das muss ich ablesen, Sturer Emil, Nashorn oder Marder 38T. Außerdem gibt es eine Verbesserung des persönlichen Bewertungssystems. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es gab ja, ist toll, schön. Ja, ne? Herzlichen Glückwunsch. Also es gibt gab natürlich einige Fragen schon Richtung World of Tanks wieder bei uns in den Buffcast-Fragen, aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, momentan sind wir an der Stelle etwas unterbesetzt. Bitte habt Geduld. Das ist, ist halt so. Es gab ja letzte Woche einige Leute, die sich gefreut haben, dass mal ein bisschen weniger um Panzer ging. Das stimmt, ja. Jetzt geht es halt noch mal ein bisschen weniger um Panzer. Noch weniger um Panzer. Nächste Woche gar keinen Panzer mehr. Wenn ein Monat ohne Panzer, dann, ich glaube, ein paar Leute... Nein, es war jetzt diese Woche auch ein bisschen, wir haben ja tatsächlich damit gerechnet, dass wir da wieder an der Stelle besetzt sind. Wir haben mit Alex gerechnet. Wenn nächste Woche wieder intern kein Panzerfahrer da ist, dann werden wir das irgendwie anders fühlen. Okay. Wir wollen es ja jetzt nicht aus... Auch wenn ich sage, dass ich mich freue, dass der Cast panzerfrei ist, meine ich das natürlich nur als Scherz. Ich will niemanden, der sich aus gutem Recht für diese Spiele interessiert, davon abhalten, sich für diese Spiele zu interessieren. Das hast du sehr also diplomatisch ausgedrückt. Gespielte Schadenfreude muss ja auch mal sein dürfen, nicht wahr? Ich spreche jetzt über die BlizzCon. Ja, BlizzCon. Nur noch ein paar Tage. Freitag und Samstag kann man sich die Nächte um die Ohren schlagen oder clever sein und es einfach am nächsten Tag nachholen zur normalsterblichen Uhrzeit. Ja, man kann sich dann die On-Demand-Aufnahme anschauen oder so. Ja. Wir haben uns gedacht, wir erzählen uns mal, was für interessante Termine es da so geben könnte. Oha. Nämlich natürlich am Freitag um 8 Uhr abends, wohlgemerkt, 8 Uhr unserer Zeit, wohlgemerkt, findet die Eröffnungszeremonie statt. Dort werdet ihr schon mal einen groben Überblick über alles Wichtige bekommen. Zum Beispiel wahrscheinlich den ersten Teaser-In-Game-Trailer für die neue WoW-Erweiterung sehen. Ja, wenn es... Das war ja immer so ein beliebtes Thema. Gibt es noch mal einen Jahrespass? Wenn es einen gibt, wird man ihn da erfahren? Ja. Wird man da irgendwas davon erfahren? Man wird erfahren, wie die nächste WoW-Erweiterung heißt. Ja. Und... Was da so drin ist. Es gibt bestimmt dann auch den ersten Ausblick, ob sich was Massives an Heroes of the Storm, vormals bekannt als Blizzard All-Stars, vormals bekannt als Blizzard Dota getan hat. Weil da wird es dann sicherlich auch nochmal einen echten Trailer geben, ein echtes Hallo, wir leben noch und wir zeigen euch in den nächsten 2 Tagen übrigens auch unser Spiel. Und vielleicht benennen sie Heroes of the Storm auch wieder um im Rahmen der BlizzCon. Das wäre eine gute Überraschung. Eröffnungsfeier, übrigens. Wir haben es wieder umbenannt. Der Name war doch nicht so gut, das Feedback der letzten Wochen war so ein bisschen, Mäh. Deshalb noch ein neuer Name. Es heißt jetzt Blizzard. Nein, das heißt irgendwas auch mit Heart und of the und Heart of the Swarm. Nein, okay. Egal. Eröffnungsveranstaltung will man wahrscheinlich nicht verpassen. Nee. Und wenn man World of Warcraft-Fan ist, möchte man auch nicht verpassen, um 21.30 Uhr am Freitag, World of Warcraft, wie geht's weiter? Denn wenn eine World of Warcraft-Erweiterung angekündigt wird, dann wird es dort die größten Informationen geben. Können wir das Wenn da weglassen, bitte? Da die neue WoW-Erweiterung quasi eine Stunde vorher, anderthalb Stunden vorher angekündigt wird, werdet ihr dort in dem Wie geht's weiter Blog die größten Details zur neuen WoW-Erweiterung erfahren. Ja, das ist ja auch so der typische BlizzCon-Aufbau. Mhm. Auf der großen Bühne erst die Eröffnungsveranstaltung, wo dann in der Regel ja auch die größte Neuigkeit ist, um was es denn grob in der nächsten Erweiterung geht für World of Warcraft und wie sie heißt und direkt im Anschluss das erste größere Infopanel dann zu der Erweiterung. Um 21 Uhr läuft auch das ein Panel, das heißt Cinematic Info von Diablo 3, Reaper of Souls, aber ich vermute, es geht um das, was sie gezeigt haben auf der Gamescom. Ja. Das heißt, da werdet ihr nicht viel Neues sehen an Cinematics, sondern nur ja, da, sich, so wie es gemacht wurde. Wer sich für die Cinematics interessiert, ist so ein potenzieller Kandidat. Ich meine, die meisten Leute werden da wahrscheinlich eher der WoW-Veranstaltung folgen wollen. Aber ich würde mir das Cinematic Panel durchaus mal vormerken, als will man sich später vielleicht mal nachholen und sich nochmal anschauen. Die sind meistens tatsächlich extrem spannend. Ja. Aber zum Live-Gucken ist WoW sicherlich etwas ansprechender. Dann gibt es um 0:30 Uhr am Freitag, also quasi schon Samstag,
die Vorschau auf Diablo 3 Reaper of Souls. Das wollen sich vielleicht Diablo-Fans nicht entgehen lassen oder auch diejenigen, die Diablo 3 nicht so mögen, weil man kennt das ja, mit Diablo 2 wurde auch erst richtig gut mit Lord of Destruction. Heißt ja, es. Also, auch von den bisherigen Ankündigungen schon ist ja mehr oder weniger klar, dass Reaper of Souls vielleicht oder sehr wahrscheinlich gerade was für die Leute ist, die an Diablo 3 eine gehörige Portion Diablo 2 vermisst haben. Mhm. Und es gab ja jetzt auch aus den Beta-Clients gedata meinte Informationen dazu, dass es scheinbar tatsächlich so eine Art Ladder-System dann doch noch gibt. Zu Clans waren schon ein paar Sachen gedata meint. Ich bin mir sicher, einiges davon wird auf der BlizzCon aufschlagen. Das heißt, wie gesagt, wer gerade eine Portion Diablo 2 vermisst hat oder an Diablo 3 so ein bisschen so das klassische Diablo-Flair oder so ein paar Geschichten, die die Vorgänger gemacht haben, würde ich mir auf der BlizzCon oder im Rahmen der BlizzCon dann durchaus mal, würde ich mal verfolgen und im Auge behalten. Ja. Und um 1.45 Uhr gibt es noch Einblicke in Heroes of the Storm, wie wir schon eben erwähnt hatten, das Dota-Spiel oder das MOBA-Spiel von Blizzard. Mal gucken, was da passiert. Und natürlich um 3.30 Uhr die Wettbewerbe, beziehungsweise zeitgleich laufen auch die Viertelfinals zum WCS-Finale. Wer halt auf StarCraft eSport spielt, der schaut natürlich dann da rein. Was ich noch ganz interessant finde persönlich, es gibt ja noch die Sprecherstimmenbühne. Irgendwo am Rand gibt es so ein kleines Kistchen, da darf sich da jemand draufstellen. Da kann man sich um 21 Uhr beispielsweise die Sprecherstimmen von StarCraft anschauen und um 0 Uhr die ikonischen Charaktere in Warcraft. Da ist bestimmt auch Chris Metzen bei, er spricht ja gerne mal ikonische Charaktere in Warcraft. Ja, also für so ein komplettes Warcraft-Hörspiel bräuchte man nur Chris Metzen, der schafft das im Zweifelsfall alleine. Ja. Dann am Samstag um 20.30 Uhr geht's los mit World of Warcraft, Schlachtzüge, Gameplay, Quests und mehr. Das wollt ihr euch vermutlich nicht entgehen lassen, wenn ihr WoW-Fans seid. Das ist sehr wahrscheinlich für viele WoW-Fans vielleicht fast noch spannender als das WoW-Panel direkt im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung, weil dieses Panel, was mit Raids und Dings aufgemacht ist, das sind jetzt natürlich auch alles, gerade bei WoW, noch so halbe Platzhaltertitel. Das darf man auch nicht vergessen. Aber da wird es sehr wahrscheinlich dann ans Eingemachte gehen, was so Spielsysteme angeht. Ja. Falls sich an Raid-Systemen tatsächlich irgendwas tut, wird es da darum gehen. Falls sich am Talentsystem, an Fähigkeiten und sonst irgendwas tut, wird es da darum gehen. Also das ist das Panel, wo man, wenn man interessiert ist an der WoW-Erweiterung, das will man nicht verpassen. Ja, bleiben wir bei den WoW-Fans. Die schalten um 22 Uhr ein zur Präsentation des Warcraft-Films. Das ist, glaube ich, fast das, wo ich am meisten drauf gespannt bin. Am meisten. Weil ich wissen will, ob es tatsächlich endlich mal was zu sehen gibt. Erste Informationen gibt, worum es denn jetzt tatsächlich geht in diesem Film. Ich will den Comic-Con-Teaser sehen. Mhm. Ich hoffe, sie zeigen ihn. Und ja, also gut, erste Informationen zu Schauspielern, vielleicht gehört ja eigentlich zu handfesten Infos. Ja. Also ein paar Infos zumindest, ein paar kleine Infos zur Story und den Comic-Con-Teaser. Und ich bin zufrieden. Auf der kleineren Bühne, der Panelbühne, gibt es noch um 20.15 Uhr von Diablo 3 Gameplay-System und Kreuzritter. Da möchte man vielleicht nochmal reinschauen, wenn man selber bisher noch nicht die Chance hatte, Reaper of Souls mal auszuprobieren. Das konnte man ja unter anderem auf der Gamescom. Und um 21.30 Uhr Heroes of the Storm Tiefgang. Falls jemand sich anschauen möchte, wie MOBA das MOBA ist. Ja, ich glaube, Heroes of the Storm wird zumindest jetzt erstmal ein bisschen schwer haben. Ich glaube, da wartet halt wirklich niemand mehr drauf. Mit dass, LOL und Dota nicht so. Dass Blizzard auch noch ein MOBA macht. Ich glaube, wenn sie es richtig machen, kann da schon durchaus noch was draus werden. Aber jetzt so gerade bei der... Eigentlich ist es ja im Rahmen der BlizzCon mehr oder weniger fast eine Neuankündigung. Da war jetzt so lange Stille drum, was sehr wahrscheinlich auch daran gelegen hat, dass sie noch durchaus größer dran gedreht haben. Das ist jetzt ja mehr oder weniger die Dritterstvorstellung ist von diesem Spiel. Und ich glaube, sie müssen jetzt erstmal ganz schön auf die Pauke hauen und die Werbetrommel rühren und den Leuten erzählen, warum sie sich für dieses Spiel interessieren sollen. Weil, wie gesagt, ich glaube, jetzt so vom Start weg wartet da niemand drauf.
League of Legends und Dota 2 haben beide schon so eine gewisse Einsteigerfreundlichkeit und Blizzard scheint sich ja in die Richtung zu orientieren, Spielgenres einsteigerfreundlich zu machen, wie beispielsweise mit Hearthstone. Und ich glaube, ja, wird auch wie ein Hearthstone, man kann nur mit vorgefertigten Emotes kommunizieren. Das hat durchaus seine Vorteile. Mit Lane! So. Für die E-Sport-Fans unter euch, die schauen natürlich ab entweder 21 Uhr für die ganz Hardcore-Fans oder ab 0.30 Uhr für die nicht ganz so Hardcore-Fans in den StarCraft-Stream rein, denn da finden die Halbfinale statt und das Finale, also das Finale ab 0.30 Uhr. Und ab 3.30 Uhr gibt es dann die Abschlusszeremonie. Wo sind denn wo ist denn das Hearthstone-Turnier? Das Hearthstone-Turnier. Ist das unterschlagen oder steht das da gar nicht mit drin? Da steht WoW Arena Global Invitational Halbfinale. Und noch mehr, Hearthstone-Ausstellung. Ich weiß nicht, ob Hearthstone-Ausstellung vielleicht die Hearthstone Invitational ist. Kann sein, dass es damit reinläuft. Ich glaube, die Ausstellung selber ist tatsächlich... Ja, es gibt nur das mit Hearthstone und das Kaminfeuergespräch. Das heißt, Hearthstone wäre 19 Uhr bis 22 Uhr Samstag in der Hearthstone-Ausstellung. Ja, bin ich auch gespannt. Viele Leute haben ja kritisiert, dass dieses Hearthstone-Turnier irgendwie so mäh ist, weil da kann nicht jeder mitmachen und irgendwie sind es dann noch nicht mal so die allerprominentesten Hearthstone-Spieler, sondern vor allem so Streamer so Kriperian oder E-Sports-Kommentatoren, die sowieso gerade vor Ort sind. Oder Atosis. Wegen StarCraft. Aber ich würde es durchaus nicht unterschätzen. Also gerade Atosis ist, glaube ich, schon ein recht fähiger Spieler. Bei Day9 bin ich mir nicht ganz so sicher, habe ich gar nicht so wirklich zugeguckt. Bin gespannt, was bei da passiert. Auch nicht. Und mit Trump vor allem, auch wenn das ja jetzt eher ein Arena-Spieler ist eigentlich, als ein Constructed-Spieler. Oder auch mit Noxious, der ja auch da ist, also sind schon durchaus dann auch doch ein paar sehr fähige Leute dabei. Mhm. Also ich glaube, wer sich für Hearthstone interessiert, ich würde es jetzt nicht unterschätzen, nur weil das am Anfang so wirkt wie, haben sie halt so ein paar Promis eingeladen und nicht die echten coolen Spieler, langweilig. Ich würde da durchaus mal reingucken. Ja, das ist die BlizzCon. Dann gab es da gab es auch relativ viele User-Fragen zu. Warlords of Draenor. Ach, ja. Es gibt mal wieder einen Trademark, dass sich Blizzard, was war das, Neuseeland und Australien gesichert hätte, jetzt auch in den USA. Europa auch. Nordamerika und ja, sehr wahrscheinlich ist es der Name der nächsten WoW-Erweiterung. Womit auch klar wäre, dass es gibt scheinbar keine Blizzard-Titel mehr, die ohne off? XY off irgendwas auskommen. Heroes of the Storm, Mists of Pandaria, Legacy of the Void kommt demnächst noch irgendwann. Heart of the Swarm, Hearthstone, of Souls. Hearthstone Heroes of Warcraft. Also da hat sich Blizzard so drauf eingeschossen. Ja, Warlords of Draenor, ich finde die Titel ehrlich gesagt, also rein vom Klang her, extrem unsexy, aber darauf kommt es ja letztendlich auch nicht auch für an. Für mich steht nicht fest, dass es die nächste WoW-Erweiterung ist, bis ich weiß, dass es die nächste WoW-Erweiterung ist. Auf feststehen würde ich jetzt auch noch nicht, aber es ist schon... Die Dark Pillow fand ich sexier vom Namen her. Ich wäre nicht abgeneigt, einen kleineren Geldbetrag draufzusetzen. Also ich würde noch nicht... Ein Münzchen. Ich würde noch nicht mein Auto drauf verwetten, dass es die nächste WoW-Erweiterung ist, aber... ja, ich weiß nicht, so ein Abendessen würde ich vielleicht schon drauf verwenden. Ein Abendessen, okay. Wenn ihr mit David wetten wollt, mein Abendessen, dann meldet euch per PM bei ihm. Ja, es gab, wie schon angekündigt, ein paar Fragen von den Usern. Vin zum Beispiel hat gefragt, was wäre, wenn sich die Gerüchte bestätigen würden. Auf die Gerüchte können wir gleich nochmal eingehen, dass es sich um eine Zeitreise-Erweiterung halten würde. Das bietet ja allgemein sehr viel Stoff. Zum Beispiel Jaina als Lich-Königin, was in den Mangas verarbeitet wurde. Oder wenn Garona nicht den König von Sturm mit getötet hätte, also Lane müsste es ja gewesen sein, und Medivh geflohen wäre. Zeitreise-Erweiterung. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Gerüchte ein. Hatte auch Tolgrim gefragt, anschließend an die Spekulation von letzter Woche. Ist das vorstellbar? Ja, wobei ich würde nicht weiß, euch ob das gefallen, was da angeblich geleakt wurde? Ob sich das alles auf die gleichen, also ob Gerüchte und Leaks sind in dem Fall, glaube ich, nicht gleichbedeutend. Aber man muss ja sagen, wir hatten Donnerstag und Freitag frei. Es hatte beides was mit Zeitreisezeug zu tun. Wir hatten ja beide Donnerstag und Freitag frei. Das heißt, wir waren da so ein bisschen ausgeklinkt von der Welt über das verlängerte Wochenende. Wir haben uns gedacht...
Man hat wohl mitgekriegt, dass da was mit Warlords of the Runner passiert ist, weil dem ist ja kaum zu entgehen, wenn man irgendwie irgendwas in der Richtung mit dem Internet zu tun hat. Aber jetzt mit Gerüchten und so habe ich mich am Wochenende echt nicht weiter beschäftigt. Aber dann am Montag mitbekommen, jeder redet über Leaks, gucken wir doch mal nach. Und dann habe ich welche gefunden und war erstmal so ein bisschen verwirrt, von welchen Leaks die Leute denn reden, weil die ich gefunden hatte, die waren irgendwie komplett albern. Die waren irgendwie sehr, also, sehr unrealistisch. Die sehr populären Leaks sind ja unter anderem, was die neuen spielbaren Völker angeht, dass Gun Arcs. Die Horde, die haben auch zwei verschiedene Namen, glaube ich, in den Screenshots. Einmal Morg und einmal Gun Arcs. Also, es gibt also zwei unterschiedliche Versionen von denen. Wer die Bilder nicht gesehen hat, ist quasi das Kobold-Äquivalent hässlichen Dämonen der Scherbenwelt. Ja. Und die soll die Horde kriegen und die Allianz soll die Astralen bekommen. So, der Leak scheitert an der Stelle schon daran, dass auf den Screenshots halt einfach die Burning Crusade-Modelle zu sehen sind. Ja. Die so wenig Polygone haben. Schaut euch daneben mal bitte einen Pandaren an. Der Pandare ist jetzt 2 Jahre alt. Also ich würde mir wünschen, dass man sich mit Leaks oder sogenannten Leaks mehr Mühe geben würde. Ja, man kann ja keine neuen Modelle bauen, das ist ja schon okay. Ja, aber man, okay, die Idee, dass es was dran sein könnte, ist ja in dem Moment nicht vielleicht unrealistisch, bis man halt diese Screenshots sieht und diese alten Burning Crusade Modelle darauf sieht. Nein, also die Screenshots sind zumindest garantiert gefaked. Man kann natürlich argumentieren, naja, es waren erstmal Platzhaltermodelle, weil ist ja eine frühe Version und so. Ist ja eben ein Leak und kein bewusst herausgegebenes Material. Aber dann müsste der Screenshot aus so einer frühen Prä-Alpha-Version stammen, dass ich glaube, wer auch immer Zugang zu irgendwas hätte und es leaken will, hätte inzwischen Möglichkeiten, besseres Material an die Öffentlichkeit zu bringen. Weil also das Modell, selbst wenn die spielbaren Völker tatsächlich stimmen, dann nie und nimmer mit den Modellen. Und dann wann? Und davon abgesehen will ich auch nicht wissen, wie die Blizzard-Grafiker rebellieren, wenn ihr niemand erzählt, ihr müsst jetzt übrigens für die Astralen ab sofort Tiersets anpassen. Mhm. Viel Spaß. Also ich halte, also rein von der Faktenlage her, die Screenshots halte ich für extrem gefaked. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es neue spielbare Völker oder eine neue Klasse gibt. Weil glaube ich auch nicht. Erstens hatten wir beides gerade mit Mists of Pandaria. Klasse wäre, wenn, sowieso sehr unwahrscheinlich, weil das ja eher so ein Alle-Zwei-Erweiterungsrhythmus ist. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass diesmal einfach die Tatsache, dass hoffentlich entweder zum Start oder im Laufe der Erweiterung die neuen Modelle kommen, die überarbeiteten, dass das für die nächste Erweiterung die Rolle von wir bringen neue spielbare Völker ins Spiel so ein bisschen mit erschlägt. Weil ganz ehrlich, ich glaube auch noch mehr spielbare Völker, also wirklich dringend braucht die, glaube ich, niemand. Zammischer. Auch Zamnich, der jetzt gerade hier reinmarschiert. Ich möchte Murlocs, verdammt. Spiel, aber schon doch gesagt. Nicht spielbar. Ja, natürlich. Ah, das hatten wir das letzte Mal schon. Das sagen immer alle, aber das will doch, also so richtig wollen will das doch dann keiner. Doch. Alle. Das ist dann drei nein, Minuten. Keiner außer zusammen. Das ist dann eine Stunde lustig und dann spielst du doch wieder was anderes. Das ist so wie die Leute, die Classic-Server wollen. Die fänden sie 3 Stunden lustig und dann. Ich nicht. Dann nicht mehr. Was hatten wir alles schon? Oh, ich sehe schon. Was, wir reden gerade über diese komischen Leaks, in Anführungszeichen, zu Warlords. Was ich davor beschweren, dass der Name so doof auszusprechen ist. Das, ja, nein. Du willst nur wieder die Ossi-Note hier drin haben. Na komm. Warlords of Draenor. Schön. Das Schöne ist, Warlords erinnert mich immer an Warlords of K.A. Was Sie wenigstens wissen, Sam hat ja den offiziellen Ankündigungstrailer gesprochen. Das heißt, am Freitag bei der BlizzCon, wenn der Teaser-Trailer läuft, hört ihr Sams Stimme, der die nächste WoW-Erweiterung ankündigt. Und dann noch drehen. Kennt ihr noch 10 Dinge, die man nicht tun sollte mit Michael Kessler? Der ehemalige oder immer noch Switchler? Ja, da hat er auch mal so einen Gag drin. Ich glaube nicht, dass er mal was mit Drehnor. Orks von Drehnor. Doch, das ist echt? Super. Öfter. Achso. Okay. Ja, okay, ich verlinke es mal. Das habe ich nicht gesehen. Mach mal. Ja, also jedenfalls, ich halte sowohl neues spielbares Volk als auch neue Klasse für extrem unwahrscheinlich. Da gab es ja auch diese Geschichte mit tatsächlich alternative Zeitlinie irgendwie. Garrosh würde befreit werden von mysteriösen Leuten. Dann gäbe es irgendein Event, wo man irgendwie anders in der Zeit herumreisen würde oder so ein Kram. Beziehungsweise Medivh als Anführer der, wie heißen die, Zeitwanderer?
Zeitwandler, Zeitwanderer, weiß ich jetzt nicht genau. Medivh, war das da mit drin? Das war mit drin. Und dass es dann halt diverse Raids gibt, wo dann Grom, der Chef vom Tempel von Karabor ist, also was ja eigentlich als Schwarzer Tempel bekannt ist. Aber der Tempel von Karabor war wirklich der Name davor. Und dass Garrosh nochmal als Gegner antritt und dass Todesschwinge in seiner menschlichen Form nochmal irgendwo auftreten würde als Raid-Boss. Und ich habe mir gedacht, what the fuck? Also erstens Garrosh hatten wir gerade erst. Zweitens Todesschwinge hatten wir gerade erst. Garrosh als Charakter kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Weil ja, der aber nicht als Raid-Boss. Der hätte auch verdient, dass nochmal was mit ihm passiert und was Cooles mit ihm passiert. Aber ganz sicher nicht als Endboss nochmal. Das wäre... Vor allem für jemanden, der ja WoW schon seit einer ganzen Weile nicht mehr spielt und mal damit angefangen hat, weil er ja Warcraft 3 in 3D sehen wollte, fühlt sich das dann auch nicht mehr an, wenn ich das höre, wie aus einem Guss. Also ich würde dann in ein Spiel reinkommen, wo ich überhaupt nicht mehr verstehe, worum es eigentlich gerade geht. Mhm. Ja, wobei, also was ich durchaus für sehr plausibel halte, ich weiß ja nicht, ob wir das im letzten Cast schon mal hatten oder irgendwie, ob ich mich mit irgendwem privat drüber unterhalten habe, aber Zeitreise grundsätzlich halte ich für sehr wahrscheinlich. Weil es sind ja auch gerade die... ich kann mir den Namen dieser Fraktion nicht merken, aber sie sind da gerade als neue Fraktion eingeführt worden, im Zuge der zeitlosen Insel, die ja... Zeithanseln. Die Zeithanseln. Die Zeithanseln. Die übrigens lustigerweise, glaube ich, tatsächlich dem Trading Card Game entspringen. Ich glaube, die hat sich, wurden nämlich bei Cryptic eigentlich mal ausgedacht, aber dann vor Blizzard abgesegnet, dass sie tatsächlich so auch in die Nebenlore mehr oder weniger passen. Und vielleicht werden die dann jetzt tatsächlich eine Rolle spielen, also keine Ahnung. Aber jedenfalls, die Fraktion ist ja da, mit der wird schon noch irgendwas passieren. Und Zeitreise grundsätzlich war im Warcraft-Universum jetzt auch schon immer mit Thema. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, mir vorzustellen, tatsächlich so eine komplette Erweiterung mit Zeitreise spielen zu lassen, weil das in so einen stringenten Erzählfluss zu bringen... stelle ich mir dann doch ein bisschen schwierig vor, weiß ich noch nicht genau, wie das funktionieren sollte, aber ich halte es absolut nicht für ausgeschlossen. Was ist denn, wenn man alles ab Orcs and Humans bis Frozen Throne erleben kann? Naja, du hast aber natürlich auch noch ein Problem, dass die Lektion, die sie aus Cataclysm gelernt haben, ja war, okay, wir brauchen schon einen zusammenhängenden Kontinent, damit doch irgendwie so ein gutes Spielgefühl dabei rumkommt. Das heißt, du kannst jetzt dann auch nicht machen, ach ja, in dem einen Levelgebiet springt man eben in die Zeit XY in Gebiet so und so zurück und im nächsten immer was ganz anderes, sondern es müsste ja schon irgendwie ein Komplex sein. Du gehst durch ein Portal und landest in einer alternativen Zeit. In der Scherbenwelt 0.5. Ja. Ja. Aber das ist ja dann auch wieder so, naja gut, recycelt wäre ein bisschen nicht wirklich, aber... Das ist ein bisschen mehr. Also, es behebt aber andererseits natürlich das Problem, was sie immer wieder haben, dass ihre Erweiterungen dann mit der nächsten Erweiterung nicht mehr zur Story passen, wenn man die so nach und nach durchspielt. Das kannst du mit Zeitreise-Erweiterungen super umgehen, weil die passen immer im Zweifelsfall. Das Problem ist ja halt, wenn Warlords of Draenor da wirklich der Titel der Erweiterung ist, dann muss es halt irgendwas mit der Scherbenwelt zu tun haben. Ich weiß, ja gut, es kann ja auch relativ schnell die Richtung in Richtung dunkle... weißt du, was ich meine? Was? Gehen. Dunkle was? Legion. Brennende Legion. Blende, ja. Blendende Legion. In Asien wird das ganz groß, aber nein, das war jetzt. Hallo. Ich meine jetzt wegen meinem Sprachfehler, nicht wegen. Jetzt habe ich Lust auf chinesisches Essen, verdammt. Sollen wir zum Kran gehen? Können wir machen. Geil. Okay. Podcast vorbei. Wir gehen zum Kran. Mittagessen. Ich gehe zum Kran. Ja, also Zeitreise, warum nicht? Weiß ich nicht. Ja. Aber ja, also weiß ich nicht, ob ich aus Warlords of Draenor unbedingt schließen würde, dass die Erweiterung zu einem Großteil oder so unbedingt auch auf Draenor spielt. Andererseits die Zeit mal in World of Warcraft auch zu sehen, mit Ner'zhul, vor Ner'zhul, keine Ahnung, warum nicht? Spannend. Und Gul'dan. Ja, aber... Ja, Gul'dan spielt ja Hearthstone, der hat keine Zeit für eine WoW-Erweiterung. Ich fand das ja gerade an Mists of Pandaria interessant und spannend, dass sich die Geschichte weiterentwickelt hat. Das wäre wieder ein Rückschritt in, wir erzählen wieder alte Geschichten. Na, du kannst ja in Zeitreisegeschichten, wenn dann irgendwer irgendwas macht, was sich auswirkt auf... Ja, Endzeit und so. Kann man ja durchaus... Horizont und so. Kann man ja durchaus auch Sachen erzählen, die Einfluss haben. Oder sie machen ein komplettes Paradoxon-Fuck-up, dass du mit deiner Zeitreise die aktuelle Welt veränderst. Proxiga würde ich übrigens gerne treffen. So. Ansonsten ist natürlich auch, wenn du jetzt nicht so aus Spielersicht, sondern so aus Sicht von Blizzard, die gerade die neue Erweiterung konzipieren müssen, da rangehst, ist natürlich auch okay. Wir haben Mists of Pandaria gemacht. Wir dachten uns, die Leute finden es cool, wenn wir einen Pandan machen. Wir haben nur aufs Maul gekriegt nach der Ankündigung.
Alle haben uns erzählt, wie scheiße das wird. Und irgendwie tun sich alle schwer damit, dass jetzt der Lich King tot ist und nicht mehr so wirklich was aus den Strategiespielen noch zu tun ist. Weißt du was? Zeitreise. Die Leute sollen jetzt Warcraft 1 und 2 nachspielen. So, das haben sie jetzt davon. Mehr Krieg. Aus Marketing-Sicht, wenn du die Angst hast, dass Mists of Pandaria irgendwie gegen die Wand gefahren ist, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere war, könnte genau das die Erweiterung sein, die du dir denkst, die brauchen wir jetzt. Aber denkst du jetzt als Spieler auch? Ja, das ist dann halt die andere. Es gibt ja die Leute, die unter anderem auch tatsächlich gerne einfach Warcraft 2 in 3D zum selber mitspielen. Ja, klar. Oh, so, von solchen Typen habe ich schon mal gehört. Ja. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich hab auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig viel Lust, jetzt 3 Tage vorher großartig zu spekulieren, weil am Freitag wissen wir es eh alle besser. Im Zweifelsfall. Aber das heißt, Haven Clutchers, was haltet ihr vom Südmeer als nächste Erweiterung? Haben wir doch schon. Quasi. Ja, wir haben Südend. Südmeer wäre, glaube ich, sehr nah am. Also vor allem grafisch könnte man da wahrscheinlich nicht so viel anderes machen. Und also zu Warlords of Draenor im Südmeer, obwohl vielleicht mal in die Karibik Urlaub, man weiß es nicht. Ein paar. Warlords in the Caribbean. Das ist der Trick. Die locken uns alle durchs Zeitportal, damit wir irgendwie in Draenor rumhängen und schleichen sich selber hintenrum raus und legen sich an seinen Strand in Azeroth. Alles gut. Auch eine schöne Erweiterung. Was wäre denn cool als Erweiterung? Das Einzige, was ich mir seit langer Zeit wünsche, was ich mir auch schon vor Pandaria, also nach Cataclysm gewünscht hätte, ist einfach mal wieder weg. Also so eine Reise ins Weltall könnte ich sehr gut gebrauchen. Über mein StarCraft-Zeug habt ihr das letzte Mal gelacht. Was? So weit ins Weltall? Naja, also so. Wir wollen nicht in den Cthulhu-Sektor, das haben wir letzte Woche schon mit dem Witz gemacht. Burning Crusade war ja auch eine Reise ins All, mehr oder weniger. Sowas einfach mal wieder. Mal wieder weg von Azeroth. Ist ja jetzt nicht so, dass die Erweiterung nicht auch durchaus alle ihren eigenen Stil und auch optische Abwechslung und so, aber mal wieder so komplett weg von dem Laden hätte ich ganz gerne. Wohin ist mir dann eigentlich relativ wurscht. Draenor in seiner ursprünglichen Fassung gerne, Argus wegen mir auch gerne, Hauptsache nicht wieder Azeroth. Ich finde, diese Erweiterungssache hat bisher immer ein Problem gehabt. Na. Das Gebiet der vorherigen Erweiterung hat irgendwie in der nächsten Erweiterung Toten interessiert. Das ist halt so. Das ist halt dann. Wie willst du das machen? Ja, eben. Lasst euch mal was einfallen, Game Designer. Ja, sie haben komplett Azeroth neu gestaltet. Ja, das Problem ist, du brauchst die Gebiete ja schon trotzdem noch für Leute, die auch den regulären Levelfluss dann danach machen. Außerdem mit der Erweiterung kommt ja das Mentoring-System. Das heißt? Du kannst deinen Charakter auf eine bestimmte Stufe hinableveln, um mit Lobbys zusammenzuspielen. Vermutest du, sollten wir vielleicht sagen, bevor jetzt jemand das als... Wie funktionierte das? Sachen, die dann garantiert eintreten, muss ich... Auf keinen Fall kommt ein Mentoring-System. Was sie schon mit Cataclysm angekündigt haben. Oder Pandemic. Eine Erweiterung des Ingame-Shops und lauter Charaktere, die mit dem Mindestlevel der aktuellen Erweiterung anfangen können. Oh Gott, das wird dann lustig in Raids und Schlachtzügen und Nein, der Trick ist, es gibt auch einfach keine neue Stufenerhöhung. Sie führen jetzt mehr oder weniger sowas ähnliches wie Paragon-Level an. Oder beziehungsweise Dungeons & Dragons Online macht ja sowas ähnliches. Du kannst einfach mit deinem Charakter neue bei Klasse spielen. Level 1 wieder anfangen. Ja. Und nicht neue Klasse spielen, mit derselben Klasse. Doch, du kannst aber auch. Ja, nicht bei WoW, das ist aber so. Aber in Dungeons & Dragons geht das. Das ist online. So zu fortgeschritten für WoW, das geht da nicht. Du fängst bei Level 1 wieder an, dann kannst du die ganzen Inhalte nämlich nochmal spielen, damit die auch endlich nochmal wieder jemand sieht, damit auch mal jemand die überarbeiteten Cataclysm-Gebiete sieht, weil es haben sich ja alle nur beschwert, dass Cataclysm kein Endgame hat. Und dann kannst du, weiß ich nicht, sie nennt es dann Pfad der Titanen, auch wenn es nichts mit der ursprünglichen Idee zu tun hat, aber alle sind aus dem Häuschen, wenn sie auf der BlizzCon sagen, der Pfad der Titanen kommt. Und dadurch, dass du mit Level 1 anfängst, wenn du dann die Maximalstufe erreicht hast, bekommst du einen Punkt im Pfad der Titanen, kannst du den in sonst was investieren und wieder von vorne anfangen. Großartig. Und jetzt stell dir vor, das kommt wirklich. Ich würde, damit ich kann Davids Gesicht sehen, wenn er den Livestream sieht. So, Moment. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, so wird es kommen. Und wie wir ja wissen, liege ich ja immer richtig, wenn ich... Und das Hochleveln oder so gibt es ja jetzt auch schon mit der... mit dieser Wiederbelebungsrolle. Rolle der Auferstehung. Mhm. Ja, also irgendeine Art von Mentorsystem oder Abstufung oder so wird mich nicht wundern, wenn irgendwas in die Richtung passiert und wenn es auch erstmal nur auf Instanzen beschränkt ist oder so, aber da kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja momentan quasi passiert. Auf Instanzen beschränkt. Wenn es dann in die offene Spielwelt kommt, dann ist es was Interessantes. Ja, aber auch in Instanzen hast du ja noch nicht wirklich sowas, was sich krass abstufen kann. Also,
Nee, aber du hast was, was dich schon mal weit genug herunterstufen kann, dass du gewisse Challenges machen kannst, um so vergleichbar zu werden mit anderen Helden. Das sind keine Helden, wenn ich mich herabstufen muss, um ebenbürtig zu sein. Was? Hä? Oh, Flamewar Inc. Olorin95 hat noch eine Frage und möchte wissen, was wir von der Idee halten, dass Garrosh zu allem, was er in Mists of Pandaria gemacht hat, von Furorion gebracht wurde, um den Rest gegen die brennende Legion zu vereinigen. Also um alle gegen die brennende Legion zu vereinigen, was ja sein Ziel ist. Das ist Lore. Oh, da kenne ich mich sowas von nicht aus. Ich glaube, Furorion hat nicht in den Köpfchen von Garrosh Hellschrei rumgefummelt, sondern in dem von Jaina Prachtmeer. Ich weiß gar nicht, ob ich Furorion, wer die legendäre Questreihe durchgespielt hat, der darf sich ja am Schluss sein. Ist das noch ein Spoiler? Was, dein Ausraster? Ich glaube, es ist kein Spoiler mehr. Aber jetzt haben wir reden jetzt mal kurz über den Abschluss der legendären Questreihe. Wer es noch nicht gespielt hat, der Zweck für uns. Wir schreiben dann vielleicht die Zeitmarke rein, aber eigentlich behaupte ich, es ist kein Spoiler mehr inzwischen. Hört man ja, wie er sich aufregt und sagt, dass er enttäuscht ist, dass Varian das in Orgrimmar nicht komplett zu Ende gebracht hat, um die Horde auch unter Horde und Allianz unter einem Banner zu vereinen, sondern Vol'jin als neuen Kriegshäuptling einfach so anerkennt und erstmal stehen lässt. Und sagt ja dann so zum Spieler, also zumindest bei uns war das so auf der Allianzseite. Was? Ja, natürlich schließe ich mich der Allianz an. Was glaubt ihr denn? Eigentlich war ich ja auf Garrosh-Seite, aber der war ja zu blöd, das durchzuziehen. Ja, weil er alle deshalb, gegen sich aufgebracht hat. Deshalb habe ich dann die Seiten gewechselt. Und ich sehe eigentlich keinen Grund zu glauben, dass er da nicht tatsächlich mal die Wahrheit erzählt. Also, macht Sinn für mich. Dass er da nicht manipuliert hat? Ich glaube, der ist gar nicht so schrecklich, so eingreifend. Ich glaube, der guckt tatsächlich eher, wie er vielleicht mit kleinen Sachen irgendwas beeinflussen kann, aber grundsätzlich einfach den meisten Nutzen für sich rauszieht. Ich finde allerdings, wenn man Garrosh umgebracht hat, dann klingt halt auf Allianz-Seite der Dialog von Jaina sehr, man sehr... Man bringt ihn ja nicht um. Ja, okay, man besiegt Garrosh und dann spielt ja diese Cutscene. Auf der Allianz-Seite klingt das, was Jaina sagt, so sehr nach Furorion, dass ich mich gefragt habe, da fuck. Jaina Wormtongue. Ja. Ja, aber ich glaube, da ist eher das Problem, dass die Autoren gerade nicht so ganz wissen, wo sie mit Jaina hinwollen. Hm. Ich glaube nicht, dass das ein Hinweis auf, guck mal, das klingt nach Furorion ist, sondern eher... Jaina wird nächste Erweiterung endlos. Wir schreiben jetzt einfach mal eine fiese Textzeile für sie. Ja, also das sind aber somit die beiden Charaktere, auf die ich am meisten gespannt bin. Jaina, ich hoffe, sie kriegen noch... Machen sie nicht irgendwie jetzt nur zur bösen Märtyrerin. Jaina, ich hoffe, sie kriegen noch die Kurve Brachmeer. Und Furorion, der ja sicherlich irgendwie eine Rolle spielen wird. Ja. Bin gespannt. Ich hätte gerne Lore Walker Cho, meinen persönlichen. Der neben mir herläuft und weise Worte von sich gibt, wenn ich sie brauche. Sehr schön. Als Haustier. Nein, als ebenbürtiger Partner. Lernsucher Cho muss auch Hearthstone spielen, der hat auch keine Zeit. Das ist richtig. Was eigentlich, warum führen die nicht mal Begleiter ein? Oder machen die keinen Sinn? Du meinst sowas wie Henchmen? Hm? Tja. Weiß ich nicht. Naja, warum nicht? Wer weiß? Kann ich nicht sagen. Spielerzahlen sinken, ne? Da muss man simulieren, dass man da mehr hochrennt. Da ist man dann so alleine, da braucht man schon Henchmen, die man sich... Gibt ja hier schon in der Feuerprobe und auch bei so einigen Raid-Kämpfen ist man ja schon mit NPC-Trupps durchaus unterwegs, die so Sachen wie tanken und so übernehmen. Das stimmt, ja. Wer weiß. Kannst du dir im Itemshop dann für eine Woche für 10 Euro einen 10er-Raid kaufen. Den Joke haben wir schon mal gemacht vor ein paar Wochen. So halb, also es wird mich, ich würde nicht komplett vom Stuhl fliegen, wenn das irgendwann mal kommt. Ja, also ich auch nicht. Völlig überraschen würde es mich nicht, aber dauert dann, glaube ich, doch noch eine Weile. Und ein kompletter Raid wird es wohl auch eher nicht werden. Aber ich habe noch ein paar Fragen von Big Dad. Der hatte nach Cataclysm aufgehört und hat jetzt mit Mists of Pandaria angefangen, ist total positiv überrascht, weil ihm alles voll Spaß macht.
so Gebiete und Quests und zeitlose Inseln und die Ackerbauern und die Szenarien. Ich verstehe, es ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber ich verstehe diese Erwartungshaltung gegenüber Pandaria irgendwie nicht, die ja auch damals nach der Ankündigung eben, wie wir schon hatten, so viele Leute hatten. Ich verstehe nicht, warum da so viele Leute so voreingenommen waren. Ich auch nicht, weil die Zonen sind echt geil. Die Quests sind super, die sind unterhaltsam, die sind teilweise witzig und das ist einfach die am besten designte Gegend überhaupt bisher in also von der Quest-Qualität ist es für mich die bisher beste Erweiterung. Man kann bei Cataclysm noch mit einigen der niedrigstufigen Gebiete tatsächlich noch eher als die hochstufigen kann vielleicht noch mithalten, aber so rein was Storytelling eben in World of Warcraft angeht oder auch die Quest-Qualität ist Pandaria extrem großartig. Big Dad fragt nun, er kriegt ja überall Tapferkeitspunkte nachgeworfen, ja. Hat aber auch aus Cataclysm noch 2000 Gerechtigkeitspunkte, möchte gerne wissen, ob man sich dafür was Gescheites kaufen kann. Erbstücke, wenn man sie dann noch braucht oder Punkte loswerden will, aber für Gerechtigkeitspunkte war es das sonst auch. Die sind, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, auch in Entwicklerinterviews haben wir ja Corey Stockton schon mal gefragt, was man denn mit Gerechtigkeitspunkten eigentlich so machen kann. Oder er wusste es auch nicht. Er hatte auch keine Idee. Da ist den Herrschaften bei Blizzard diese Erweiterung einfach echt nichts Brauchbares eingefallen. Deshalb, das einzige halbwegs Sinnvolle sind tatsächlich Erbstücke, wenn man Punkte loswerden will oder tatsächlich noch welche gebrauchen kann. Ansonsten hat man die am Limit und hat sie dann halt. Ja. Da bin ich auch gespannt, was so mit Ingame-Währungen passiert bei der nächsten Erweiterung. Die eine könnten sie einfach wieder rausschmeißen, weil die ist halt ob so. Ja, die Frage ist ja sogar, ob sie nicht vielleicht sogar beide rausschmeißen, weil 5-4 funktioniert ja auch mehr oder weniger ohne Tapferkeitspunkte sehr gut. Die benutzt man ja eigentlich auch nur für das Aufrüsten und auch dafür könnte man sich ja eine andere Mechanik vielleicht einfallen lassen. Aber ansonsten funktioniert der Patch ja relativ gut ohne so diese typischen Tapferkeitspunkte-Item-Händler. Mhm. Insofern bin ich mal neugierig, was ihr da für Schlussfolgerungen rausziehen für zukünftiges Design. Dad erzählt auch, ich mache momentan zufällige Szenarios täglich mit Item-Level von ca. 460. Das Einstiegslevel im ersten Szenario war, glaube ich, 425. Ab wann kann oder sollte man heroische Szenarien besuchen? Sind die dann viel schwerer oder nur ein bisschen? Es war mal Auerus gelegt, dass ihr erst in heroische Szenarien konntet mit einem durchschnittlichen Gegenstandslevel von 496. Das wurde mit dem letzten Patch, also 5.4, aufgehoben. Ihr könnt also mit jedem Item-Level da rein, müsst aber natürlich Level 90 haben. Und eine Gruppe mit 3 Leuten. Und die Szenarien sind... ja, man kann schon mal ein paar Mal drauf gehen, wenn man nicht vorbereitet ist. Ja, also die Schwierigkeit bei den heroischen Szenarien, jetzt mal von den Extra-Aufgaben abgesehen, die ja dann oftmals schlichtweg irgendwie equipmentabhängig sind, ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad, glaube ich, eher von der Gruppe abhängig. Also ja. Wenn man da gerade jetzt mit einer Dreiergruppe von tatsächlich eingespielten Kumpels vielleicht auch reingeht, dann macht das, glaube ich, auch durchaus teilweise schlechteres Equipment wieder wett, weil also viele von den gefährlichen Mechaniken der Gegner kann man auch einfach umgehen, wenn man nicht gerade auf den Kopf gefallen ist. Ja. Und zu dritt vernünftig zusammenspielt, da kann man auch durchaus problemlos einen durchziehen. Zum Beispiel, was auch funktioniert, ist halt 2 Leute, die relativ gut ausgestattet sind und einer, der gerade erstmal wieder eingestiegen ist. Wie gesagt, die Situation haben wir ja auch. Wir können den auch problemlos durch heroische Szenarien durchziehen, so ein bisschen. Also. Ja. Das geht. Die Bonus-Herausforderung, wie schon erwähnt, die ist dann meistens abhängig von dem, was ihr habt. Das heißt, ihr sollt in den meisten Fällen heißt es, dass ihr den Endgegner in einem bestimmten Zeitraum umbringen sollt. Das fängt dann kurz vorher an, bevor ihr ihn pullt oder wenn ihr ihn pullt, an herunterzuzählen die Zeit. Da kann es mal knapp werden. Vor allem so beispielsweise beim Dunklen Herz Pandarias, da ist der Goblin schon relativ knackig, wenn man ihn nicht auch regelmäßig unterbrechen kann. Aber in den meisten Fällen lässt sich das schnell erledigen, beispielsweise auch in der Krypta der Vergessenen Könige. Der zum Beispiel ist relativ harmlos, auch wenn der Timer schon von 3 Minuten, glaube ich, schon am Ende der Treppe anfängt, also man noch erst den Raum durchqueren muss, aber es geht. Ist handelbar. Im Zweifel einfach mal ausprobieren, am besten mit 2 Leuten, die man tatsächlich kennt, und dann mal gucken. Ja. Dann, aber heroische Szenarien sind toll. Szenarien auch sowas, wo ich gespannt bin, was passiert. Kann man so viel mehr mitmachen noch.
Ja, ja, es ist der Ersatz für Dungeons. Naja, die sind halt einfach nicht besonders aufregend gestaltet gewesen mit Mists of Pandaria. Waren halt im Endeffekt doch alles Mini-Instanzen mit sehr klassischen Spielmechaniken. Und auch die heroischen, die natürlich sowieso erst nachher drauf gepropft wurden. Insofern würde ich Ihnen da jetzt keinen großen Strick draus drehen. Aber da sind halt auch, wie gesagt, die Zusatzziele ist halt meistens, okay, du hast jetzt nur noch ein bestimmtes Zeitfenster für den Endboss. Das ist dann irgendwie die Bonusherausforderung. Wird beim dritten Szenario, das das gleiche Bonusziel hat, dann auch irgendwann ein bisschen langweilig. Schweigen. Ich habe nur auf deinen Zettel geguckt. Ja, du hättest, steht das vom Warcraft-Film. Du hättest ihm jetzt zuhören müssen, weil er hat ja auf deine Frage geantwortet. Er hat mir nicht gesagt, was er gerne besser haben wollen würde. Ja, sowas wie beispielsweise im Kochszenario. Abwechslungsreicher. Ich glaube, gerade Szenarien sind ein gutes Mittel für auch mal etwas abgefahrenere Gameplay-Elemente. Also warum nicht mal ein Szenario, wo man nur mit irgendwelchen Fahrzeugen durch die Gegend fährt oder so. Oder so wie im Kochszenario, stehst du halt in der Theke, kochst Suppe und verteilst sie an Kunden. Ganz putzig. Und Szenarien auch mal mit mehr Spielern, weil es sind ja dann doch alles nur 3-Spieler-Szenarien geworden im Mists of Pandaria. Also oder so. Da geht, glaube ich, so viel mehr. Ich hoffe nur, es geht nicht komplett auf Lasten der 5er-Instanzen. Das Ding ist, da geht so viel mehr mit mehr Spielern, wenn die Belohnungen stimmen, weil ich ein bisschen festgestellt habe, dass durchschnittliche WoW-Spieler, ich nenne sie einfach mal so, nichts machen, wenn du da nicht hinterher vernünftig belohnt wirst. Mhm. Ja. Was echt schade ist, weil einfach auch ein paar coole Mechaniken drin sind. Das ist ja das Gleiche wie bei der Kampfgilde. Da gehst du ja auch nur hin, wenn du persönliches Interesse daran hast, dich da mit irgendeinem Mob zu prügeln, weil du bekommst ja am Ende nichts oder nicht viel, außer vielleicht 20 bis 50 Gold für das Item, was in dem Bottle da drin ist, wenn du gewonnen hast oder so. Das ist natürlich die Frage, warum soll man sonst spielen? Um Spaß zu haben und um das alles mal zu spielen, was es da zu spielen gibt. Ja. Nicht nur, um irgendwelche Items abzugrasen. Ja. Warcraft-Film hast du gerade erwähnt. Ja, da weil ich das auf dem Zettel gesehen habe. Gibt es eine Frage von Tripio zu. Er möchte nämlich wissen, was wir glauben oder hoffen, was das für ein Film wird. Ihn interessiert unsere Meinung zu einem Film, wie er sein sollte oder auch nicht sein sollte und was für Schauspieler gern dabei wären, in unserer Meinung nach. Und ob wir Blizzard vertrauen, was den Film betrifft, oder ob wir befürchten, dass es ein Flop wird. Ich kann zum Warcraft-Film nicht viel sagen, solange ich nicht weiß, worum es jetzt wirklich geht. Es gibt ja zum einen immer noch diese Geschichte, dass es sich um Khadgar drehen könnte. Das war ja die ursprüngliche Annahme. Das war die Annahme, nachdem man glaubte, es könnte sich um Arthas drehen. Dann kam Khadgar und jetzt kam wieder irgendwie Arthas, weil in dem Cast-Formular drin stand von Vancouver, dass es halt um Arthas ginge. Und solange ich nicht weiß, was denn jetzt eigentlich die Story dieses Films ist, brauche ich mir gar nicht drüber Gedanken zu machen, wer da mitspielen soll oder nicht. Ich bin mit Schauspielern, so Wunschbesetzungen sowieso immer furchtbar schlecht, wenn mir nie die richtigen einfallen. Dann. Aber was ja neulich gerüchtet war, ist, dass Travis Fimmel. Toller Name übrigens. Der Name ist gut. Nein, ich sag den kennt wahrscheinlich auch kaum einer. Der ist super. Wir haben aber tatsächlich die Vikings gesehen, die History Channel Serie, bei der er gerade die Hauptrolle spielt. Hatten wir, glaube ich, auch mal durchaus empfohlen. Also, das kann man sich mal angucken. Ich habe erst die erste Folge gesehen. Ich mag den durchaus. Also in der Rolle zumindest. Ich habe ihn jetzt woanders tatsächlich noch nicht gesehen, aber da finde ich ihn ganz cool. Kann ich mir auch durchaus in einem Warcraft-Film vorstellen. Ich glaube, der User heißt auch Tripio, oder? So ein bisschen weiß ich nicht. Star Wars-mäßig. Irgendwie eine Traumbesetzung, keine Ahnung. Da habe ich das gleiche Problem wie Suse. Wenn ich nicht weiß, welche Figuren überhaupt vorkommen, kann ich mir auch nicht vorstellen, was da reinkommen soll. Ich könnte ja also jetzt sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es um Arthas geht, dann kommt bestimmt eine Jaina und dann müsste ich jetzt überlegen, eine blonde Frau, bei der ich an Jaina denken würde. Oder dann müsste ich lange, lange überlegen, weil mir niemand einfällt, der dazu passen würde. Das ist ja auch Traumbesetzung, ist mir auch immer relativ wurscht eigentlich, weil ob ich den Namen jetzt kenne oder nicht oder in anderen Filmen schon mal gut fand, Hauptsache es passt zu der Rolle. Ob das jetzt ein unbekannter Einsteiger ist, der gerade zum ersten Mal in einem Film mitspielt und aus Glück ausgerechnet auch noch im Warcraft-Film gelandet ist und danach dann zum Megastar wird oder
Ob es Harrison Ford ist, keine Ahnung, ist mir egal. Solange es zur Rolle passt, ist doch wunderbar, ob ich den kenne oder nicht, oder wie der heißt oder nicht. Also das kann auch manchmal funktionieren, wenn da überhaupt keiner bekannt drin vorkommt. Mit so Wunschbesetzungen tue ich mich schwer. Ich komme mal auf Flop zu reden. Ob ich erwarten würde, dass es ein Flop wird. Ich würde nicht erwarten, dass es ein Flop wird, weil ich glaube, Legendary steckt ja auch dahinter. Die passen da schon auf, dass das alles so in geregelte Bahnen gelenkt wird. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ein CGI-Film erfolgreicher wäre. Weiß ich nicht. Ich finde nur den Zeitpunkt nicht mehr passend, weil der Film hätte eigentlich kommen müssen, wenn er als WoW, auch wenn es ein Warcraft-Film ist, so auf der Spitze gewesen ist, also als die meisten Spieler noch unterwegs waren. Also 2007. Dann darfst du nicht vergessen, dass es, wenn er auch als allgemeiner Fantasy-Film funktioniert, kommt er genau richtig. Das ist nämlich das Jahr, wo kein Hobbit-Film mehr läuft. 2015. Da sitzen die Leute im Dezember dann und denken sich, Mensch, die letzten 3 Jahre haben wir jetzt hier so einen schönen Peter Jackson Fantasy-Film gesehen. Ach guck mal, da läuft hier dieses Warcraft, das ist auch irgendwie mit Drachen und so. Boah. Meinst du, es ist ein Nischenfilm, ein MeToo-Film? Nein. Ich glaube, das ist ein ganz netter Nebeneffekt. Ich glaube nicht, dass er deshalb jetzt, dass ihn das vor dem Scheitern rettet. Aber gehört schon mit dazu. Also, wenn Hobbit jetzt für genug Fantasy-Hype sorgt, wird da auch ein Warcraft-Film noch gut genug funktionieren. Ich meine, für die meisten Spieler ist der immer noch interessant, weil man hofft ja auch bei jedem Film zu einem Spiel, dass er mal gut wird, weil so viele gute gibt es ja dann auch nicht. Und Warcraft ist ja auch eine bekannte Marke. Also ich glaube, für alle Leute, die mal irgendwas mit Spielen zu tun haben, die wären da auch noch neugierig, wenn er in 5 Jahren kommt. Und jetzt gerade so fürs allgemeine Publikum, was mit dem Spiel vielleicht nicht viel anfangen kann, ist 2015 womöglich genau der richtige Termin. Keine Ahnung. Der Uwe hat eh nichts damit zu tun, deswegen. Mal gucken. Und Flop weiß ich nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt nicht so der Knaller würde, aber ein kompletter Reinfall wird es glaube ich auch nicht. Also dafür war Blizzard damit bis jetzt schon viel zu zögerlich und wird da die Hand drauf haben. Legendary macht nur echt selten Murks. Und auch dem Duncan Jones, ich meine, man kennt ihn leider nicht persönlich, aber so wie er bis jetzt rüberkam und so wie man ihn auch auf Twitter zum Beispiel mitbekommt, also der ist schon wirklich interessiert an Spielen und der kennt Warcraft und der hat Spaß daran. Und ich glaube, auch der hat da genug, wie sagt man mal so schön, Herzblut, dass es kein Komplettausfall wird. Ich glaube, was einige Leute noch interessiert, ist eigentlich, wie die Special Effects dann halt da drin aussehen werden, mit Tauren und Orks. Ja, deshalb würde ich ja gerne diesen Comic-Con-Teaser sehen, weil da war ja wohl tatsächlich mal ein Ork, auch im Größenvergleich und so, mit einem Menschen zu sehen. Das würde ich gerne mal sehen, wie sie das so von der... Das war bestimmt der Ork aus dem Pandarias mit künstlerischen Richtung her und so hinbekommen. Deshalb hoffe ich ja inständig, dass dieser Comic-Con-Teaser oder noch ein neuer Teaser, soll mir auch recht sein, bei der BlizzCon gezeigt wird. Ich hoffe immer noch inständig, dass es einfach nicht zu viel auf Menschenseite wird, damit sie sich Special Effects sparen können. Weil da muss man nicht viel in die Maske gehen und so. Ach, ich glaube, da gibt es wenig Probleme. Und dass du dann halt wie bei diesem unsagbar schlechten Wing Commander Film, die Kill Ruffy da irgendwie eine Sekunde siehst und das gleiche dann auch mit den Tauren passiert. Oh no. Ja, das ist wie bei dem neuen Trailer für den Hobbit, die Einöde von Smaug, wo du einmal kurz Beorn siehst und das war es dann auch so für so eine Sekunde, so diesen riesigen Bären. Ich glaube, um relativ... Länger wird es wahrscheinlich im Spiel auch, im Film auch nicht. Um relativ viel CGI-Einsatz kommst du bei Warcraft aber sowieso nicht drum rum. Also wenn es in dem Film nicht gerade um den Brachland-Chat geht, ist da halt auch nicht viel mit echte Kulissen der oder so. Der Brachland-Chat. Aber wenn sie irgend sowas reinbringen, dann natürlich Dokumentation. Ich meine, weißt du, wenn es denn tatsächlich um Arthas geht, also für Northrend, das kriegst du nicht im Studio komplett nachgebaut. Da muss schon auch irgendwo dann mal ein bisschen Renderhilfe dazu. Und Thunderbluff. Also es gibt natürlich diverse Sets, die man tatsächlich relativ real funktionieren, aber für vieles im Warcraft-Universum brauchst du auch da schon CGI-Hilfe. Und ich glaube auch, naja gut, ist die Frage, wie viele Völker sie überhaupt mit reinbringen, wenn es spielt, aber Tauren oder so. Also wenn du es am Arthas gehst, wirst du keine Tauren sehen. So ein Mist. Dann will ich den Film nicht sehen. Und wenn es um Khadgar geht und das, was Khadgar so erlebt hat, dann wirst du vermutlich auch keine Tauren sehen. Na, kommt drauf an, zu welcher Zeit von Arthas. Der hat auch hier, ich habe mal einen Tauren-Todesritter gespielt, der wurde von Arthas ausgebildet. Ja. Arthas, Lehrjahre sind keine Herren. Das hat einen Grund. Das hat einen Grund, dass es Warcraft-Film heißt und nicht WoW-Film. Ja, trotzdem.
Der hat mal seine eigene Akademie geleitet, ja. Also, ja, soll, ja. Vielleicht wird es eine Highschool-Buddy-Comedy. Oh Gott. 5 gegen Arthas. Jetzt wird es wieder lustig. Man weiß nicht. Man weiß. Für ein Halleluja. Ja. Hufen klatschen, ist super. Also ich glaube, wir sind inzwischen technisch so weit, dass das auch als Realfilm-Videos gut funktionieren kann, sofern alle Beteiligten da irgendwie wach genug sind und genug Qualitätsbewusstsein haben und Spaß dran haben. Und ich würde mal hoffen, das ist gegeben. Hier in Norfrind kannst du bestimmt super in Vancouver machen, weil es ist ja Kanada, da ist ja nicht häufig Schnee und so. Ne? Hm. Heinrich als Statist im Hintergrund. Ich hab gehört, Uwe Boll dreht auch immer in Kanada. Und wenn spielt der den Lichkönig dann. Uwe Boll, der Böse. Ich glaube, der ist nicht mächtig genug. Ich glaube, er kann das nicht. Wobei seinen englischen Akzent fände ich lustig für die Rolle dann. Müsste man dann aber auf Englisch gucken, den Film. Der verliert auf Deutsch dann sehr, glaube ich, wenn Uwe Boll den Lichkönig spielt. Der ist much German in it. Very much. So. Lass uns mal reden über Hearthstone. Wir haben da noch ein kleines Special. Ein Special? Aber ja, Hearthstone ist toll. Ich habe wieder Spaß an Hearthstone. Erzähl. Ja. Ja, nö. Das war jetzt alles. Hast du mal wieder gewonnen? Nein, ich habe ja letzte Woche von meinen traumatischen Erlebnissen am Montag davor berichtet und meinem Unwillen, mein Deck anzupassen, nur weil sich das Metaspiel irgendwie verändert hat. Ich habe es dann aber doch gemacht, weil irgendwie hatte ich dann doch keine Lust. Oh mein Gott, David hat sein Deck ans Metaspiel angepasst. Keine Lust hatte, ständig zu verlieren. Deshalb spiele ich jetzt ein etwas ans Meta angepasste Druidendeck. Ich nenne es liebevoll den Meta-Durit. Und das gewinnt. Das gewinnt extrem gut. Es macht vor allem einfach total viel Spaß, gegen Priester damit zu spielen, weil... wenn man gerade aufs Meta spielen will, muss man ja auch drauf spielen, dass man Priester komplett auskontert. Ja. Und Alter, ist das lustig. Ja, ich finde fand das dann besonders schön, als ich rumgejammert habe, weil mein Meta-Jäger und mein Meta-Schamane nicht so geil dran sind. Wo David kam dann an und sagt, hier, bau meinen Meta-Durit nach. Und ich dann festgestellt habe, er meinte doch, ist auch nichts fancy drin. Und ich so, ja, 9 Karten fehlen mir, also nichts fancy drin. Na, also keine Legendaries, relativ wenige epische. Ja, also es ist Argent schon, Commander. Es ist schon ein sehr bodenständiges Upset. Ja, Agentum Kommandanten braucht man. Wer derzeit Hearthstone spielt, ohne einen Agentum Kommandanten im Deck zu haben, der macht irgendwas falsch. Ich spiele Hearthstone ohne einen einzigen Agentum Kommandanten im Deck, weil ich die Karten nicht habe. Ich denke mir auch, ich glaube, ich habe da auch keinen. Was mache ich dann falsch? Das ist die beste Karte im ganzen Spiel, die man gerade haben kann. Das ist tatsächlich die beste Karte, die du haben kannst. Kann man die auch bauen? Kannst du ja alles bauen. Hm. Ist noch nicht mal episch. Der ist gewöhnlich oder selten? Ich glaube, der ist selten. Nee, naja, ist aber egal. Auf alle Fälle auch jetzt nicht so teuer. Aber Agentum Kommandant ist großartig. Schöne Karte. Ja. Wer nicht weiß, worum es geht, das ist dieser Typ, der für... Ansturm. Hat Ansturm, hat Gottesschild... und als wäre das nicht schon geil genug, hat er auch noch 4 Angriff. Ja. Was heißt 4 Angriff? Priester können mit ihre blöden Schattenwörter schön auf der Hand stecken lassen, weil die funktionieren nämlich nicht. Ja. Die funktionieren nur für alles, wo... Nein, Priester, für alles Priester bis haben, 3 und für alles ab 5. Priester haben derzeit 2 Schattenwortzauber, die du dann jeweils 2-mal im Deck haben kannst. Einmal kannst du Diener abräumen, die 3 oder weniger Angriff haben. Und das andere Schattenwort räumt Diener ab, die 5 oder mehr Angriff haben. Das heißt, 4 Angriff ist der Sweet Spot. Ist genau der wunde Punkt gegen Priesterdecks. Deshalb sind auch gerade Diener mit 4 Angriff extrem gefragt. Mein Deck hat jetzt auch fast ausschließlich, ich glaube, 3 oder 4 Diener haben was anderes als 4 Angriff, nur 4 Angriff. Und du weißt, wenn du gegen Priester spielst bei Runde 6, weil er schon seit ein paar Runden und danach noch weiter anfängt, ganz viele Karten auf der Hand zu haben, aber ganz viele davon nie zu spielen, weißt du, er hat tote Karten auf der Hand, weil das die ganzen Schattenwörter sind, die er in diesem Match nie wird benutzen können. Und dann fällt man lachend vom Stuhl und freut sich, wenn man gewonnen hat. Ja, das kann ich mir jeden Abend. Ich habe derzeit zugegebenermaßen ein bisschen Schadenfreude, wenn ich gegen Priester spiele, aber... Ja, Schadenfreude hast du genau dann, wenn du das noch alles aufnimmst und online stellst. Liegt nur daran, dass gerade die Priester mein altes, schönes Deck, was ich eigentlich viel lieber spielen würde, kaputt gemacht haben, weil das gerade derzeit einfach wertlos ist. Ja. Deshalb finde ich, darf ich schadenfroh sein, wenn Priester doof gucken und heillos untergehen. Ja. Meine schöne Eisenborkenbeschützung. Ja.
D2 Wappen möchte wissen, wie wir uns in Arenen schlagen, ob wir regelmäßig Siege haben oder ob es meistens völlig niederschmetternd läuft. Völlig niederschmetternd bei mir nicht, aber ich bin gut darin, Decks zu bauen, die genau dreimal gewinnen und nicht öfter. Ich bin gut darin, Decks zu bauen, die nicht mal dreimal gewinnen. Nee, mein höchstes seit dem Beta-Wipe war, glaube ich, mal 6 Siege. Ansonsten pendle ich mich aber meistens tatsächlich bei 3 bis 4 ein. Also selten weniger, also komplett zerstört und demotiviert gehe ich da nie raus, aber so richtig super läuft es auch noch nicht. Ich bin doch so ein bisschen zu blöd für die Arena. Ich glaube, mein Bestes war 4. Aber meistens habe ich nur 0 oder 1 Sieg, weil ich halt irgendwie totale Krütze zusammengeklickt habe oder mir totale Krütze-Karten angeboten werden. Alles nicht so einfach, ne? Aber ich habe trotzdem Spaß, weil man könnte jetzt argumentieren, naja, wenn man nicht regelmäßig 4-5 Mal gewinnt oder am besten noch mehr, dann lohnt sich Arena eigentlich nicht. Ist ja Goldverschwendung im Vergleich zum Pax kaufen. Aber ich finde auch, wenn ich öfter verliere, finde ich Arena so als Abwechslung zwischendrin zu Constructed immer noch sehr schön. Insofern, da man ja jedes Mal garantiert einen Pack mit rauskriegt, ist mir dann auch egal, wenn ich irgendwie 30 Gold im Zweifelsfall theoretisch zu viel bezahlt habe, ist mir wurscht. Arena macht trotzdem Spaß. Der Waff schlägt dir übrigens auch vor, also dir persönlich, Magic the Gathering zu spielen. Na, wie viele Karten spielt ihr denn noch? Ich spiele doch gerade Soulforge. Soulforge? Wie spricht man den Namen eigentlich richtig aus? Ich weiß es nicht. Soulforge. Soulforge. Soul. Ja, Soul klingt Soul. Ja aber so nach Soul, weißt du, wie O-U. Nein, Soul, also. Nicht Soul. 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 Soul, weißt du, so wie bei Star Trek, Soul. Beim alten Star Trek. Ja. Ab PK fliegen sie nicht mehr diesen komischen Modus. Ja. Ach so. Und wie oft gewinnst du in der Arena? Du spielst keine Arena. Ich spiele keine Arena. Ich spiele gar keinen Hearthstone. Du Spalter. Zu meinen Spielen kann man ja später noch kommen. Dann kannst du ja mal Magic spielen. Nee, ich bin auch kein Kartenspiel-Fan. Also nicht, doch Poker schon, aber das nicht. Nee, ich wollte mir das Magic tatsächlich nochmal angucken, aber gerade bin ich tatsächlich mehr in Soulforge noch drin. Hatten wir letzte Woche schon kurz drüber geredet. Da kann man sich ganz gut reinfuchsen und dann erstmal damit zu tun zu haben. Und ich finde das Spielsystem sehr spannend. Deshalb... Magic muss, glaube ich, noch ein bisschen warten. Major Ivan möchte noch wissen, ob wir glauben, dass die Open Beta auf der BlizzCon angekündigt wird. Nee. Bist du sicher? Weil die machen ja auch immer so Sachen wie ab heute Abend könnten alle und bekommt ihr. Das ist aber eher Apple als Blizzard. Das ist eher Apple, ja. Moment, das, wie war das mit dem Vorbestellerkrempel das letzte Mal mit dem Einjahres-Abo? Ja, genau. Ja, okay, ja, hier und wieder machen wir es schon. Vorletztes Jahr. Das war echt schon. Ach ja, stimmt, die hatten letztes Jahr keinen BlizzCon. Also ich glaube nicht, dass Blizzard damit Hearthstone drauf hinarbeitet oder hinarbeiten muss, so dieses, dass die BlizzCon, das ist das große Event, da müssen wir die Open Beta starten zu machen, weil das Spiel hat eh genug Hype. Und also die Community Managerin heute im US-Forum hieß es, es gäbe derzeit so viele, oder was heißt so viele, es gäbe derzeit Stabilitätsprobleme mit der Beta und weil sich das Team gerade auch noch auf die BlizzCon vorbereiten muss und die Probleme fixen, gibt es jetzt bis zur BlizzCon so die explizite Ankündigung, erstmal keine Einladungswellen mehr. Und wenn die nach der BlizzCon behoben sind, die Probleme, dann geht es mit den Einladungswellen weiter. Das heißt, wenn sie jetzt auf der BlizzCon ankämen mit ab heute übrigens Open Beta, dann wäre halt knallt der, da alles, der Blue Post schon ziemlicher Bullshit gewesen. Oh, und jetzt habe ich den Button nicht dabei, den Rossi von Digital Dings da hat. Das ist der Bullshit-Button. Der Bullshit-Button? Ja, auf den kann man drauf, ja, in verschiedenen Texten. Ja. Der hat unterschiedliche Texte drin. Auf den kann man draufhauen. Super. Und die Ankündigung war ja eigentlich auch mal, dass so ziemlich alle, wenn nicht sogar alle Leute, die sich über die offizielle Battle.net-Beta-Anmeldung angemeldet haben, reinkommen sollen, bevor die Open Beta startet. So Opt-in. Und wenn ich das beides zusammennehme und niemanden bei Blizzard unterstellen will, dass er den Leuten ins Gesicht lügt, dann würde ich behaupten, nee, nicht auf der BlizzCon. Ist ja schon bald. Verdammt. Aber kann, wie wir auch schon mal gesagt haben, nicht mehr so lange hin sein, wenn das Spiel dieses Jahr noch offiziell starten soll. Und damit nicht die Open Beta gemeint ist, weil dann müsste die Open Beta dann doch bald mal anfangen. Vielleicht will Blizzard auch einfach dieses gemeinsame Beisammensein der Familie crashen und releasen es direkt an Weihnachten. Hallo BioWare! Statt um 18 Uhr. Schön. Tja, mal gucken. Was hat? Aber ein Balancing-Patch hätte ich gerne vorher noch. Und da soll was passieren. Die Priester kriegen keine Karten mehr, mit denen sie exakt... Einen vernünftigen Buff für Priester, weil den haben sie nötig, unter anderem. Der das Meta dann auch vielleicht mal wieder spannend macht. Und Bugfixes. Ja. Und, weiß ich nicht, irgendeine
overpowerte Karte für Druiden. Die Kill All und Win Instant Karte. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ja. Klingt gut. Ich nehme alles. Eine Sache haben wir noch zu Hearthstone zu erzählen. Wir haben nämlich noch für diejenigen unter euch, die noch nicht das Glück hatten, in die Beta reinzurutschen. Nachdem wir gerade erzählt haben, dass es Stabilitätsprobleme gibt, haben wir jetzt das unfassbar attraktive Angebot für euch, in die Beta zu kommen. Ja, wir haben das unfassbar attraktive Angebot für euch, einen von 10 Beta-Keys zu gewinnen, die wir noch aus den Rippen geleiert haben bei Blizzard. Ja, dem Community-Team kann man auch mal danken an der Stelle. Ja. Hat uns die netten Herrschaften haben uns 10 Keys zur Verfügung gestellt. Für den Buffcast. Ich hab schon getwittert, da geht demnächst mal wieder ein Gummibärchen-Dankeschön-Geschenk. Paketchen nach Frankreich. Wir möchten 10 Keys loswerden. Was müsst ihr dafür tun? Wir haben uns gedacht... Hearthstone ist ja ein Sammelkartenspiel, nicht wahr? Ja. Und früher, wenn man Sachen gesammelt hat und es waren Karten, dann war es meistens Postkarten. Oh je. Wir sind so retro, dass wir gerne möchten, dass ihr uns eine Postkarte schickt, wenn ihr einen dieser Keys haben wollt. Das heißt, die Adresse schreiben wir natürlich in die News mit rein, damit ihr auch genau Bescheid wisst, wo das hingehen soll. Und auf diese Postkarte schreibt ihr dann entweder einen schönen Text, so von wegen, hallo, ich möchte gerne den Hearthstone-Key gewinnen. Oder ihr schreibt drauf, hallo, gib mir sofort den Hearthstone-Key. Giefter Key. Was ihr nicht vergessen dürft, draufzuschreiben, ist euren Usernamen bei Bufft. Weil wir müssen ja irgendwie eine Art und Weise haben, wie wir euch kontaktieren können. Und da braucht ihr jetzt nicht eure Adresse draufzuschreiben. Wir schicken wahrscheinlich keinen Brief zurück. Und E-Mail-Adresse wollt ihr ganz bestimmt nicht draufschreiben. Doch, natürlich, den Beta-Key gibt es als Flaschenpost zurück. Brieftaube oder so. Und, ja, Username ist super, da können wir euch das nämlich per PN zuschicken. Ja, also das Einzige, was drauf sein muss, ist der Username. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, dass man sich irgendwie bevorzugt zu lassen, wie die Postkarte aussieht, was da sonst drauf steht. Außer es sind irgendwelche wirklich wüsten Beschimpfungen, dann behalten wir uns wohl vor, die vielleicht auszusortieren. Ja. Aber ansonsten völlig egal. Gewinner entscheidet der Zufall. Wahrscheinlich der Zamm. Nächste Woche. In der Buff-Show. Eftel. Denn der Einsendeschluss ist der Mittwoch. Kommende Woche Mittwoch. Das ist, warte mal, lass mich mal kurz gucken, was haben wir heute? Den 5. plus 7 sind 12. Nein, 13. 13. November. Wessen Karte am 13. November nicht bei uns in der Post gelandet ist, bis dahin, also wenn sie erst am 14. November da ist, wird sie nicht mehr mit in die Verlosung reingenommen. Alle Karten, die bis zum 13. November bei uns hier gelandet sind, werden mit berücksichtigt. Und wir freuen uns auf viele bunte Postkarten. Wie gesagt, alles, ja, und jetzt denkt sich jeder, da muss man eine Postkarte schicken, das ist ja voll die super Möglichkeit, da machen nur wenig Leute mit dann. Das denken sich dann aber jetzt ganz viele Leute und dann sind, naja. Jetzt mach doch jetzt. Zerstör doch nicht die Träume der Leute. Wieso? Vielleicht macht ja auch keiner mit. Vielleicht machen nur 5 Leute mit. Wie Postkarte, was ist denn das? Kriegt jeder 2 Keys. Das ist genauso wie so ein Bild von so einer VHS-Kassette. Oh, das ist. Wer sagen kann, was wenn eine VHS-Kassette schicken kann. Wer sagen kann, was das ist, Herr Brandheim. Schickt uns ein Super 8-Video, in dem ihr uns erklärt. Ja, aber seid vorsichtig mit solchen Sachen. Unsere Community ist tatsächlich älter, als mancher vermutet. Teilweise. Und dann kommen tatsächlich Super 8-Filme. Ne? Das sollte man vielleicht nicht so publizieren. Nein, Postkarte reicht. Weil das Postfach ist irgendwann auch voll. Wir wollen, dass ihr das Postfach voll macht. Aber nur mit Postkarten, bitte. Postkarte bitte ohne wüste Beschimpfung und dann schauen wir nächste Woche mal, wer gewinnt. Genau. So, und ich habe jetzt, weil es eine Frage dazu gab und ich weiß, dass Zam total drauf steht, Star Citizen mit auf unsere Liste geschrieben. Shiliu möchte nämlich gerne, dass wir ein bisschen über dieses Spiel reden, so über Klassen, Schiffe, Abo-Modell, Grafik, Innovation, Erfolg im, ich glaube, es soll Crowdfunding heißen. Mhm. Was sagt Zam dazu? Wann kommt's raus oder wird fertig sein? Zam, erzähl uns mal was von Star Citizen. Es ist ein Spiel. Echt? Aber diesem komischen Opa, den keiner mehr kennt, außer alten... Der aber alten, total alten euphorisch ist. Was heißt der alte Säcke? Du musst ja auch... Hast du ihn vielleicht sogar schon mal getroffen im Gegensatz zu mir? Nee, oder? Nee, da war ich noch nicht... habe ich noch nicht professionell über Spiele geschrieben, leider, als er noch Spiele gemacht hat.
Er macht ja wieder Spiele. Jetzt hast du die Chance. Ja, als er damals Spiele gemacht hat. Was das Citizen ist, wissen wahrscheinlich die meisten. Es ist ja dieses lustige Weltraumspiel, wo ich jedes Mal hoffe, dass es auch in Star Wars-Manier mal irgendwann so umgesetzt wird. Von Chris Roberts, den man aus Wing Commander, aus der Wing Commander-Serie kennt, beziehungsweise der Schöpfer der Wing Commander-Serie. Der hat da nicht mitgespielt. Ja, und es wird halt ein Spiel auf Basis der Crytek 3. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. CryEngine 3. Was übrigens auch ein Hardwarefresser ist. Man kann nämlich, wenn man dieses Spiel gebackt hat, beziehungsweise jetzt noch sich Schiffe kauft und so, seinen eigenen Hangar sich herunterladen und drin rumrennen. Und dann kriegt man schon mal mit, was für eine Performance, wenn mal das Weltall offen wäre, dann dahinter steckt. Also ich bin gespannt, wie sie... Wobei die Version wahrscheinlich auch noch in keiner Weise optimiert ist. Noch weit weg, aber CryEngine ist schon ein hartes Ding. Vor allem, wenn man Crysis 3 gespielt hat, weiß man, wo es mal ruckeln kann. Die bringt dich halt zum Weinen, deshalb heißt die ja so. Denke ich auch. Auf jeden Fall, Klassen kann ich gar nichts zu sagen, weil ich habe bisher noch gar nicht mitbekommen, dass es Klassen gibt. Aber Schiffe gibt es halt unglaublich viele jetzt schon, die man jetzt... Es gibt ein paar spezielle Schiffe, die man jetzt schon kaufen kann, tatsächlich. Und damit unterstützt man die Entwicklung des Spiels. Das reicht halt von Angriffsjägern über Händlerschiffe bis hin zu einem Mehrspielertransporter tatsächlich. Also wo mehrere Spieler eigentlich mit drin rumrennen können. Hm. Aber dafür gibt man dann auch gleich mal $235 aus. Und ich weiß nicht, ob man das möchte. Diese Schiffe zu kaufen ist tatsächlich hart. Also du bist da mal locker bei 2000. Echt? Wenn man die alle haben will. Ja, ist schon hart. Du kriegst auch keinen Rabatt, wenn du schon eins hast. Naja, ganz umsonst kommt die Summe ja auch nicht zusammen, die sie da schon eingefahren haben. So, dafür sparst du dir den Kauf des Spiels für das Zeug. Ja, ich glaube, das ist nämlich... Aber ich gebe auch jetzt selten für ein Spiel $2000 aus. Ich würde die auch nicht machen. Ich habe mir eins geholt, das war halt auch in dem $60-Bereich. Aber das reicht mir auch. Das ist übrigens auch eine Frage von Shilio gewesen, wie es denn mit einem Abo-Modell aussieht. Es gibt kein Abo-Modell, es ist kein MMO. Es ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel mit, es hat Online-Komponente und zwar irgendwie in zwei Formen, einmal Koop und einmal eine Mini-MMO-Variante, wo sie es instanzieren wollen. Ist zumindest noch ein Ausdruck aus dem FAQ, was momentan offline ist, weil die Seite umgestellt wurde. Wo sie irgendwie bis zu 100 Spieler in einen instanzierten Bereich bringen wollen, wo die Leute sich dann untereinander auch treffen und so. Und ja, also der Hauptfokus ist tatsächlich eigentlich ein Singleplayer-Spiel. Mhm. Wo du aus einer Mischung aus Wing Commander und Privateer eigentlich machen kannst, worauf du Bock hast als Freelancer und also so ein bisschen Pirat und so. Ein bisschen ewig, oder? Ein bisschen, ja. Aber mit Cockpit-Modus, also mit richtigen Cockpit-Modus und halt eine arcadigeren Steuerung, also weniger bei Eva hast du ja dieses Rumgeklicke und das heißt ja nicht, weil es ist halt im Cockpit drin und du steuerst das Schiff direkt. Darauf bin ich halt scharf, weil ich liebe diese Cockpit-Sachen in den Spielen. Du kannst sie auch umschauen. Das Spiel wird wahrscheinlich auch eine Oculus Rift Unterstützung haben, was dann richtig cool wird, weil du halt mit deinem Kopf, wenn man sich leisten kann und möchte und einem nicht schlecht wird dabei, mit dem Ding hin und her schauen kannst und dich umschauen kannst. Das finde ich schon geil, aber ich glaube, das ist mir auch erstmal ein bisschen zu teuer, weil Oculus Rift wird damit was? $300 zuschlagen? Irgendwie im Dreh. Ja, wobei sehr bezahlbar für die Technik, wenn sie funktioniert. Das ist ja auch eine. Deswegen gibt's das ja auch. Eine der Stärken von Oculus Rift ist oder werden könnte. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das mit dem Spiel, wie du willst, schlägt ja auch so ein bisschen das Klassending. Also zumindest hätte ich nicht mitgekriegt, dass es tatsächlich in Klassenrichtung gehen soll, sondern eher, naja, mach halt, was du willst. Mhm. Wenn du irgendwie der große Space-Pirat sein willst, der ständig andere Leute abzieht, dann mach halt das. Wenn du einfach der friedliche Händler sein willst, der irgendwie Space-Brot verkauft, dann karre halt Space-Brot durch die Galaxie. Das kannst du auch machen. Und wenn du eine Space-Fledermaus sein möchtest, dann geht auch bestimmt das. Batman. Spaceman, Bugman, dann bringt mich jetzt nicht wieder auf das Thema. Soll diese Woche der Patch kommen? Was zu Bugman? Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Und ich fange dann erst an. Ja, wer hat's jetzt cleverer gemacht? Du hast aber das gleiche bezahlt. Kiflom. Brother. Ja. Was wollt ihr? Innovation ist ganz ehrlich. Ich habe sogar mehr bezahlt, fürchte ich. Die Collector's Edition. Du hast die Collector's und Konsole, oder? Ja. Aber die Figur in der Collector's Edition ist die ganz ist, nice. Ja, die passt sicher auch in eure Vitrine super toll zum Rest. Nee, steht die ist draußen, zu hoch. Aber. Zu hoch? Verdammt. Du müsst halt eine Scheibe rausnehmen. Die war tatsächlich überraschend groß, die Collector. Aber wir schweifen ab. Wir sind ja bei $2000 Schiffen.
Naja, es gibt kein Schiff für den Preis, aber wenn du alles zusammenkaufst, kommst du schon auf den Preis. Für das Gesamtpaket an Schiffen. Und es kommen noch mehr, weil Crowdfunding läuft ja immer noch. Also es ist ja weniger Crowdfunding, es ist ja mehr ihr Shop, wo sie sich trotzdem noch oder schon mitfinanzieren. Inzwischen ist es eigentlich eher eine reine Vorbestellerkampagne, ja. Aber eine recht teure. Und die sind jetzt bei was, 27 Millionen? Ja, kann sein. Ne, sie haben gerade 26. Oder wollen gerade so 27 Millionen. Ja. Was ich tatsächlich gerade nicht so gut finde, die letzten Steps in diesen Millionen-Steps, die ja immer diese Ziele sind, damit sie neue Features reinbringen, ist jetzt nichts Tolles. Nicht so sexy. Ne, nicht wirklich. Was cool war, der 3D-Shooter-Modus, den sie mal irgendwann, das haben sie ja schon erreicht, das Ziel, reinbringen wollten. Und, aber ich finde jetzt irgendwie neue Schiffe und eine neue Fraktion mit Schiffen... Ja, mehr Geld ausgeben. Ja, irgendwie nicht so geil. Das ist aber vielleicht auch im Gegensatz zu so manch anderem Kickstarter-Projekt auch nur realistisch. Also realistisch wäre es, wenn sie mal mehr eine Million mehr ermöglicht jetzt, sofern das Team nicht riesig wächst, was mit einer Million ja auch nicht möglich ist und auch nicht so Riesensprünge, dass du irgendwie, was weiß ich, was dazu baust. Also ist es vielleicht eher ein gutes Zeichen, dass es ganz realistisch geplant ist, wenn auch eine Million mehr nur ein vergleichsweise kleines Häppchen bringt. Dann mach doch größere Schritte. Die erreicht ihr ja eh und macht dann halt irgendein fetteres Feature rein. Das ist unglaublich. Die einen Millionen Schritt haben sie tatsächlich irgendwie in 3 Tagen gemacht letztens. War das von 25 auf 26 Millionen irgendwie? Das war schon krass. Gab es halt zeitgleich irgendwie ein neues Schiff zu kaufen? Oder wie schaffen die? Nö. Eigentlich nicht. Tja. Aber wenn sie dann jetzt für den nächsten Schritt dann beispielsweise ein cooles Feature ankündigen oder sowas, dann legt vielleicht der eine oder andere doch nochmal was drauf und kauft sich ein Schiff oder so, weil er sich denkt, ja geil, das hätte ich gern. Diese Chris Roberts pusht bestimmt über den Stamm mit seinem schmutzigen Hollywood-Geld. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das eher läuft später mit neuen Schiffen, weil die es jetzt gibt, sollen ja irgendwie nur tatsächlich, die soll es nur jetzt geben, angeblich, glaube ich aber irgendwie nicht, dass es nur die jetzt gibt. Kosten dann mehr später. Dass die Preise halt, das ist schon heftig, ganz ehrlich, auch wenn du das Spiel dazu bekommst, aber und halt Gold und so ein Zeug und also Credits heißt da ja, aber ich finde es trotzdem schon hart, was du da. Naja, es kommt dann so ein bisschen darauf an, ob du tatsächlich Lust hast, Schiffe zu sammeln oder mit dem einen dann zufrieden bist. Also wenn du dir tatsächlich nur das eine aussuchst und dann denkst, das ist cool, so ein Schiff wollte ich schon immer fliegen und damit spiele ich dann 5 Jahre, dann ist es ja okay. Solange man es lange genug und umfangreich ausrüsten kann später. Wenn du natürlich dir denkst, das ist gut und das auch schön und das und das und das, dann wird es natürlich irgendwann schon so ein bisschen albern für. Ja. Wieso wie Haustiere? Aber die sind kostenlos, ja, aber meistens. Die kosten aber wenigstens auch, wenn alle gleich viel. Das stimmt auch, ja. Aber andererseits von so einem Schiff in Star Citizen habe ich natürlich auch im Spiel dezent mehr als von einem Pet, was nebenher herläuft in WoW. Das heißt ja permanent, du brauchst das ja auch, um zu spielen. Also nicht das Pet, sondern das Schiff. Was ich cool finde, ist auch, dass du halt diese Schiffe betreten kannst als Figur. Also es ist nicht nur, ich klicke auf Hangar und bin in meinem Schiff drin und fliege da raus, sondern du kannst auf den Dingern halt rumlaufen. Vielleicht nicht gerade im Weltall, das will ich jetzt nicht machen. Außer du hast einen Anzug an. Also da öffnet sich alles, du kannst Sachen bewegen und so, und das ist einfach so, auch für Simulationsfreaks. Das ist aber nicht gut, wenn sich bei so einem Raumschiff so alles öffnet auf einmal. Da will ich mir aber ein anderes Modell kaufen. Solltest du vielleicht nicht im Kampf machen. Bitte schau, ich mache zwar alle Türen auf. So nachts beim Schlafen. Ich muss mal lüften. Oh. Und dann trieb Zam hinaus ins Weltall und sein 2.000-Dollar-Schiff war kaputt. Ich habe kein 2.000-Dollar-Schiff. Nochmal. Es gibt auch kein 2.000-Dollar-Schiff. Aber ich finde die Vorstellung schön, dass du ein 2.000-Dollar-Schiff gekauft hast. Aus Gold. Das ist auch kaputt. Also Permadeath für die Schiffe. Einmal zerstört, ist weg. Die nicht. Die haben so eine Insurance, dass die nicht irgendwie perma kaputt gehen können und so. Das wäre auch frech. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ich habe extrem Bock drauf, aber es dauert noch ewig, das ist ja auch eine Frage, wann und so. Irgendwie nächstes Jahr soll da mal eine Alpha starten, wo man auch rumfliegen kann und so. Und das geht dann halt Schritt für Schritt mit der Veröffentlichung. Vor 2015 rechne ich aber jetzt nicht mit dem Release-Spiel. Ja, es wird, glaube ich, auch noch relativ lange dauern, bis mal so richtig größere Brocken an konkreten neuen Informationen rauskommen. Also weiß nicht, in der ersten Hälfte 2014 würde ich, glaube ich, noch nicht damit rechnen. Mit was? Das wird schon. Also mit mehr Infos. Oder wann soll die Alpha losgehen? Irgendwann Mitte, Ende des Jahres, also nächsten Jahres. Ja, also wird schon noch eine Weile dauern, bis da mal so wirklich ein bisschen mehr klar wird. Ich meine, so richtig viel konkret weiß man immer noch nicht. Man kennt so seine tollen Ideen, die natürlich auch total so auf das Nostalgie-Feeling von, ach, war Wing Commander damals schön, ach, Privateer.
Ach, das im Multiplayer so wäre ja auch ganz schön, so halb MMO. Und genau da schießt er halt rein, aber so also richtig konkret, wie das abläuft und wie das funktioniert und was da wie und wer und wo, weiß man ja auch noch nicht. Gibt es eigentlich Trademark und Lizenzen und so auf die Schiff-Designs von Wing Commander? Weil da muss man als EA schon mal genauer hingucken, was da eigentlich gerade in Star Citizen entsteht. Ich glaube schon, deshalb heißen die doch auch irgendwie alle anders. Die heißen anders, aber man sieht schon lustige Ähnlichkeiten in verschiedenen Schiffen. Ja gut, Ähnlichkeiten kannst du wahrscheinlich relativ nah rankommen, um auch Fans der alten Spiele klarzumachen. Das sieht sehr ähnlich, guck doch mal, das ist hier... Ach schon, das ist ähnlich. Eine genaue Kopie wird es wahrscheinlich... Da kommen bestimmt die Hundewesen statt die Katzenwesen und die als Gegner treten. Außerdem, wer weiß, vielleicht macht er ja noch einen Publisher-Vertrag mit EA, hält ihn ja keiner von ab. Und dafür darf er dann die ganzen alten Schiffe benutzen. Wer weiß. Er kombiniert dann das Universum mit dem Wing Commander-Universum. Die Killwoofies. ja, mehr kann ich dazu aber jetzt momentan auch nicht sagen, weil so umfangreich ist der Informationsfluss im Spiel auch nicht, auch wenn es ab und zu mal Newsletter gibt, die aber relativ, finde ich, interessant sind. Hast du denn auch diese Hangar-App? Ja, die habe ich. Und war schön? Naja, wie sieht dein Schiff so aus von innen? 5 Minuten. Es ist halt... Details sind auf jeden Fall drin, also kleine Details. Hast aber du einen Fernseher drin? Ne, Monitor gibt's schon, aber es ist halt schade, wenn dich dann ins Cockpit auf deinen Stuhl setzt und der alles anmacht und ja. Und dann kannst du nicht fliegen. Die Tür geht nicht auf, also das Hangar-Tor bleibt zu. Ja. Ja, was ist denn sonst von dem Schiff? Wenn du uns jetzt, wenn das Spiel draußen ist, alle einlädst auf dein Schiff, was machen wir dann da? Das wird schwierig, weil das ist nur ein kleines Schiff, sonst hätte ich mehr Geld ausgeben müssen. Ach Gott. Jetzt hätte er $2000 ausgeben. Nein. Aber 250, 235. Ein Junggesellenbudenschiff, wo dann irgendwann die Nudeln aus dem Kühlschrank gehen. Hey, nach Kühlschrank habe ich noch gar nicht geguckt. Weißt du, was ich geguckt habe, da ein Kühlschrank drin ist? Neben Waschmaschine ist das ja wohl. Ich habe diese Standard I300, was halt eins der günstigeren Schiffe war. Ist noch nicht das günstigste, aber auch nicht das größte. Ich sehe schon, wir machen auch mal Crowdfunding. Kauf Zam ein vernünftiges Schiff in Star Citizen. Sammeln wir Spenden. Crowdfunding für Crowdfunding. Das ist, sehr schön. Ja. Also ich habe da sogar schon was ins Auge gefasst, aber das ist mir mit knapp $100 auch ein bisschen zu heftig. Noch einen Bausparvertrag aufnehmen. Dauert ja noch, bis Star Citizen rauskommt. Bis dahin kannst du ja jeden Monat 10 Euro sparen. Nicht mal. Bis hier in 10 Monaten. Legst du jeden Monat 5 Euro beiseite, kannst du dir ein Star Citizen Schiff kaufen. Oder in Urlaub fahren, wenn du ein bisschen länger sparst. Das ist vielleicht auch sinnvoller. Aber oder ein komplett anderes Spiel holen, ist egal. X-Rebirth ist ja auch in ähnliche Richtung gehend, gerade tatsächlich gecancelt. Da warte ich noch, bis es billiger wird. Weil die Spiele werden gerade ein bisschen teuer in der Masse. Ganz viele. Und so. Musst du besser GTA spielen? Nee. Das habe ich auch schon. Aber ich habe es noch nicht weitergespielt. Ja, vielleicht erstmal den Nutzen aus den Spielen rausziehen, die du schon gekauft hast, bevor du neue kaufst. Das wäre ja total clever. Mache ich ja jetzt. Aber die X-Reihe, das sind doch auch die fliegenden Excel-Tabellen, oder? Ja, es ist nicht mehr ganz so hart, glaube ich. Rebirth soll ja irgendwie nicht mehr so, aber... Ein bisschen chilliger, ja. Mal gucken. Ich lese jetzt noch ein paar Fragen vor, so Allgemeinfragen. Ich habe eine tolle Frage von einem User, der heißt Sam. Sam hat gefragt, was hat ihr am Wochenende so gespielt? Dann haben ein paar User drauf geantwortet. Ich habe mir gedacht, wir könnten auch drauf antworten. Finde ich auch, ja. Was haben denn die Hörer gespielt? Unter anderem Witcher 1 habe ich gesehen, mal so reingespielt. Bestimmt in Vorbereitung auf das, was nächstes Jahr erst irgendwann kommt. Witcher 3, da bin ich auch scharf drauf. Naja, wenn du die ersten beiden nochmal durchspielen willst vorher, kann man schon jetzt anfangen wollen. Kann man jetzt schon mal vielleicht. So langsam wenn man, anfangen. Wenn man nicht ganz so viel spielen kann pro Woche, dauert das ja durchaus eine ganze Ecke. Beim zweiten heißt es doch, da gibt es mehrere Enden, oder? Ja. Ich habe irgendwie nur eins gesehen, ich habe es zweimal ausprobiert. Ich glaube 16 Stück. Ich mache immer das Gleiche, ich habe keine Ahnung. Also bei mir kommt immer das Gleiche. Du bist ja konsistent in deinem Rollenspiel. Du spielst immer die gleiche Rolle. Es ist wie bei Knights of the Old Republic. Ich bin immer böse am Ende, obwohl ich mir immer vornehme, jetzt helfe ich denen nicht. Und nach den 10 so böse war das doch gar nicht. Ja, guck doch, der sieht doch noch ganz nett aus. Ich glaube, Witcher 1 ist mit 16 Enden und Witcher 2 ist mit 16 Enden, Witcher 3 ist dann mit 36 Enden. Viel Spaß. Ich hasse diese Spiele, weil du fängst nämlich schon an so zu spielen wie, oh Gott, was ist das geile Ende? Oh Gott, wie komme ich da hin? Und was ist es? Und bla, nein, ich hasse diese Spiele. Naja, wobei die meisten Spiele mit so Enden ja tatsächlich so machen, dass du die wirklich große
Entscheidung erst relativ am Schluss fällst und alles andere so nur kleinere Nuancen irgendwie mit reinbringt. Das war ja, Mass Effect 3 war ja die große Endentscheidung tatsächlich erst am Ende. Auf welche Art Tür man 1, sterben 2 möchte? Oder 3. Jetzt auch hier Beyond Two Souls hat die große Entscheidung, wo es wirklich drastisch anders verläuft, auch ganz am Ende, wo es völlig egal ist, wie man vorher gespielt hat. Also insofern, weiß nicht, ob das Witcher nicht vielleicht ähnlich macht. Aber ich habe zum Beispiel am Wochenende nicht Witcher gespielt. Was habt ihr gespielt? Wir haben GTA gespielt, GTA 5. Habe ich sogar gesehen, weil ich da gerade in Assassin's Creed hing. Durch sogar, oh, durch. Die Kampagne. Ja, dann haben wir uns gedacht, wir spielen noch ein bisschen weiter, um noch Sachen zu sammeln und Stunts zu machen und Achievements so. Und Gamerscore Hunter. GTA ist ja erst durchgespielt, wenn du 100% hast. Nee, ist ja mehr, wir wollen 100% erreichen, weil bei 100% kannst du UFOs suchen gehen und sowas. Kiflum. Und den Bigfoot. Kiflum, Brother. Ansonsten Hearthstone haben wir gespielt, World of Warcraft haben wir gespielt, The Secret World haben wir gespielt. Sonst noch was? Nee, aber gelesen haben wir, nämlich Fables. Ich weiß gar nicht, ob das einen anderen deutschen Namen hat. Keine Ahnung. Ist aber die Comicvorlage für das neue Spiel von Telltale Games, Wolf Among Us. Ja. Wo ich ja gespannt drauf war, weil ich ja Telltale-Spiele mag, aber mir dachte, naja, ohne die Vorlage zu kennen, ist auch ein bisschen doof. Das heißt, du hast da nicht angespielt? Nee, ich habe mir mal das Hauptmenü angeguckt, sah ganz hübsch aus. Und bin ich wieder rausgegangen. Und deshalb haben wir tatsächlich mal mit den Comics angefangen. Ist ganz nett, würde ich dir also empfehlen. Für irgendwie. Wer die Geschichte gar nicht kennt, es geht darum, dass in den ganzen Märchenwelten, also nicht nur Gebrüder Grimm, sondern auch so andere Fabelgeschichten, teilweise auch Disney-Gedöns mit drin und so, dass die ganzen Fabelwesen aus ihren Märchenreichen vertrieben wurden, weil da jemand Böses aufgeräumt hat und in New York undercover leben, mehr oder weniger in so einer geheimen Gemeinschaft. Also bis New York wäre das jetzt fast Schreck gewesen, oder? Klingt ziemlich abgefahren, wird noch viel abgefahrener mit dem, was da so alles passiert und was sie sich da für die Charaktere alles Albernes haben einfallen lassen. Aber ganz lustig. Ich kann mir jetzt nach den Comics absolut nicht mehr vorstellen, wie da ein Telltale-Adventure draus wird, aber insofern bin ich jetzt darauf gespannt. Weil jetzt demnächst kann man das dann vielleicht mal anfangen, aber... Ist das auch wieder in Episoden aufgeteilt? Ja. Aber wer irgendwie mal Lust auf Comics hat mal wieder und irgendwie an der Grundprämisse der Geschichte irgendwie gefallen findet, der will sich vielleicht mal in Fables reinschauen. Gibt's dicke Sammelbände inzwischen, schon gleich mehrere zusammengefasst, dann entsprechend auch bei Amazon. Ich glaube 88 Ausgaben gibt's von dem Heft bis jetzt. Also ja. Zumindest als das Vorwort für das erste Sammelbuch verfasst wurde. Das könnte natürlich auch wieder mal bei her sein. Was hast du denn gespielt, Sam? Ich fange erstmal mit Assassin's Creed 4 an, was ja, wo ich mich heute schon mal im Forum drüber unterhalten habe, wie dass das doch bestimmt Müll ist, weil ja die Vorgänger auch voll langweilig waren von jemandem, der den ersten Teil gespielt hat. Ja, der erste ist auch der schlimmste. Ich kann aber jeden verstehen, ehrlich gesagt, der nach dem ersten keinen Bock mehr hatte, weil der erste war halt echt nicht gut. Der erste war sehr zäh auch. Aber die sind tatsächlich nach oben hin besser geworden. Im dritten Teil habe ich ja schon mal erwähnt, wäre es cool gewesen, wenn sie den kompletten Anfang rausgeschmissen hätten und als Sequenz erzählt hätten. Weil dann wird das Spiel nämlich auch erst gut. Ich bin ja auch so einer, ich bin mit dieser Serie, also durch den ersten habe ich mich ja durchgekämpft und beim zweiten habe ich auch durchaus gemerkt, hey, der ist besser. Trotzdem die Lust verloren, seitdem bin ich raus. Aber ich bin jetzt tatsächlich, ich bin ja so bisschen neugierig, weil ich dieses Piraten-Setting ja eigentlich cool finde. Und es macht auch laut, die haben diese ganze Animus-Geschichte einfach als Nebensache jetzt reingeklatscht. Also wirklich Nebensache. Du sollst halt nur diese Story erleben und du merkst, während du außerhalb dieser Story bist, also außerhalb des Piraten-Settings bist, dass da auf jeden Fall auch irgendwann sehr viel mehr von diesen Spielen kommen wird. Weil die jetzt so eine Grundlage gelegt haben, ja, dann können wir das noch und dies noch und jenes noch. Ja, und dann morgen geht's mal auch nur. Nur so circa. Mal abwarten, aber es ist echt cool gemacht. Sieht vor allen Dingen für die alten Konsolen schick aus. Die PC-Version heißt, soll ja in... Man kann den vierten quasi als neuen ersten Teil spielen? Als eigenständigen von Teil. Story-mäßig her oder wie? Da sind zwar immer noch Templer-Sachen drin und so, also was man halt in den Vorgängerspielen auch hatte, aber du kannst es als vollständig eigenständiges Spiel spielen. Okay. Ohne viel Vorkenntnisse zu haben. Ja, erzähl doch ein bisschen. Deine Augen mit... schon aufblitzen. Ja, ich muss es nachher einkaufen. Die einzige Sache ist halt, dass du einmal kurz eine Szene mit dieser Animus-Geschichte machen musst und danach scheiß drauf. Dann ist es nur noch, wenn ich das Spiel verlassen habe, bin ich auf einmal wieder da, ansonsten nicht.
ist echt cool. Die PC-Version, die ja leider erst am 21. November kommt, soll noch sehr viel schicker aussehen, wo ich mir gerade ein bisschen Arsch beiße. Aber ich habe mir bei dem Spiel tatsächlich mal gedacht, das ist das erste Mal, dass ich ein Multiplattform-Spiel mir für eine Konsole hole, weil ich es auf der Couch auf dem großen Fernseher spielen wollte. Das ist tatsächlich auch mein Problem inzwischen. Ich habe mir früher mal gedacht, wenn Leute meinten, ich spiele lieber auf Konsole, Alter, was seid ihr denn für blöde PC, sieht doch viel geiler aus. Aber inzwischen denke ich mir auch, nee, ich will abends auch nicht mehr wieder nur am Schreibtisch auf dem unbequemen Couch, ist halt schon irgendwie cooler, gerade für so Story-Spiele irgendwie, wo sich Gamepad sowieso auch mehr anbietet zur Steuerung. Kann man freilich auch auf dem PC spielen, aber irgendwie bin ich da inzwischen auch eher so Fernseher und Sofa ist schon ganz. Ich finde es keiner aus. Man hat ja auch die Möglichkeit, über bestimmte Grafikkarten und Schnittstellen auch sein PC-Zeug auf den Fernseher zu schieben, aber. Ja, auch Steam hat ja selber den Big Picture Mode, wenn du es angeschlossen kriegst, beziehungsweise wenn dann irgendwann die Steam-Boxen kommen, kannst du es ja auch streamen, dann vielleicht noch etwas einfacher. Aber ist halt auch immer noch einfach, es einfach direkt in das Gerät zu schieben, für das es gedacht ist, und dann läuft's und alles ist gut. Aber abgesehen davon habe ich mich nicht nur durch die Piratenwelt geschnitzelt, sondern auch durch moderne Schlachtfelder geballert. Battlefield. Ist ein bisschen instabil momentan, die patchen viel nach. Also die Server sind instabil, nicht die Server-Software. Die Server-Software ist instabil, man fliegt leider ab und zu mal raus. Aus unbekannten Gründen wird aber jetzt auch gepatcht. Ein Online-Spiel, das Probleme beim Launch hat. Mensch. Damit, also das höre ich zum ersten Mal. Es hat wenig Probleme dafür, dass es gerade gelauncht ist, muss man dazu sagen. Aber was halt ist, es kann nervig sein, weil dein Fortschritt kann weg sein. Und du levelst ja in dem Spiel auch und kriegst dann halt auch Freischaltungen und so. Und das ist dann schon nach einer Dreiviertelstunde Match ziemlich deprimierend. Wenn Never du play in Launch Week. Ich hatte ein paar lustige Runden gestern auch mit Oscar. Mit dem Oscar, mit dem Shakes, der auch sehr begeistert gerade mitspielt. Und ich habe ja einen eigenen Server. Ist nicht mein Server, der ist uns folglicherweise zur Verfügung gestellt worden von 4Net Players, dem neuen Ding, was auch unserem Verlag gehört. Was heißt neu? Altes neues Ding, ihr wisst ja. 4Net Players heißen die. Anbieter der Server-Software, haben relativ coole, schnelle Server, viele Server. Und ich habe heute tatsächlich eine Aufstockung auf 70 Slots bekommen. Das wird fett mit Commander-Modus. Und wer mitzocken will, das ist der LPSG-Server. Ich werde die Daten dann nochmal entweder, stellen wir die direkt in die News, oder? Wie du sie verfügbar machen möchtest. Dann kann halt jeder da mitzocken und aufzocken, wenn er will. Und die sind schnell, werden auch mal nachgepatcht auf jeden Fall. Und wer einen eigenen Server haben will, muss ich ein bisschen Werbung machen, habe ich den versprochen. 4netplayers.de, da kann man sich die Preise mal anschauen für alle Slot- und Ranked-Server. Das heißt, das sind wirklich die großen, wo auch eure Stats hochzählen. Und ja, sehr geil. Also wer zusammen schon immer mal so einen Headshot verpassen wollte, so einen gepflegten. Oder Messern. Nur virtuell, versteht ihr? Wer Sams Battlefield-Charakter schon immer mal einen Headshot verpassen wollte, so, der. Das werden auch hinten anstellen, weil. Es gibt viele. Ja, da gab es schon ein paar Kandidaten. Sam. Bist du sicher, dass du die Adresse von dem Server rausgibst? Doch, gebe ich raus. Da spielen auch so Leute mit wie Benny. Der Benny. So Leute wie. Ja, der Benny. Der alte Sniper-Bock. Nur irgendwo in die Ecke legen und naja, egal. Ich empfehle übrigens den aufzumessern, wenn der irgendwo rumliegt. Wenn ihr Bell rumliegen seht, dann wisst ihr Bescheid. B3N. Gibt dann Sam Karma-Punkte. Ja, auf jeden Fall. Der Schwabe. Der Schwab. Aber ich hoffe mal, dass er das nächste Mal in meinem Spot mitspielt. ja, auf jeden Fall Battlefield, echt geil. Ich habe gestern übrigens mal Ghosts angespielt, gestern Nacht noch. Call of Duty! Das ist mit einem Augenschlag durchgespielt. Bist du emotional vom Hund gepackt worden? Ich bin mehrmals von den scheiß Viecher gekillt worden. Weißt, ich habe nur Multiplayer gespielt. Ach so. Singleplayer noch nicht, da gibt es ja gerade diesen lustigen Bug, dass das Spiel bei nicht 6 GB im Rechner abstürzt ab und zu mal. Spielt man dann im Multiplayer, gibt es Hund als spielbare Klasse oder hat man. Nee, das ist ein Zusatz. Das ist ein, schade. Pirk ist das falsche Wort, aber es ist halt ein. Du kannst das aktivieren, wenn du so ein. So wenn man einen Hund spielen könnte, würde ich es mir vielleicht sogar kaufen. Möchtest du gerne Monster Play aus Herr der Ringe Online haben? Das finde ich lustig. Du meinst nur Hund spielen? Ja. Im Singleplayer hast du eine Mission, wo du den steuerst. Irgendwann wird das so ein riesiger Wolf. Dann kann man irgendwann Mutationen kaufen bei Level 30. Dann. Was in unserer modernen Zeit jetzt nicht so ungewöhnlich ist bei. Es hat auch genetischen. So einen Alien-Multiplayer-Modus oder nicht? Also, da sind ja Riesenhunde da auch nicht. Werwölfe. Kann ich dann dich beißen und dann wird dein Charakter zum Werwolf? Dann würde ich Call of Duty tatsächlich mal spielen. Aber ist jemand, der bei Ghost
bei Black Ops 2 mehrere Prestige-Mode gemacht hat, muss ich sagen, fühlt sich der Multiplayer, das Aiming, das heißt also dieses Waffenverhalten, merkwürdig an. Kann aber daran liegen, dass ich jetzt die ganze Zeit nur Battlefield gespielt habe und das ja komplett anders sich spielt als Call of Duty. Aber es ist wieder COD tatsächlich irgendwo. Aber ich habe noch nicht genug gespielt, um jetzt ein endgültiges Urteil zu dem Spiel bilden zu können. Aber ich neugierig auf Titanfall. Ja, aber das kommt ja erst. Das ist, ja, schon, aber das ist ja gerade so das große... Ja, ja, das ist schon vorbestellt. Diskutieren ja gerade alle, ob das jetzt vielleicht das Ende der Call of Duty-Ära ist und das jetzt das Letzte ist, was noch so richtig abgeht, weil... Also alle, die schon gespielt haben, von denen man so gelesen und gehört hat, die fanden es richtig geil. Richtig, richtig. Titanfall. Ja, abwarten. Aber erst besser als Battlefield 4? Das, ist ja was anderes. Das eine ist ja Fast-Paced, das andere ist ein Taktik-Shooter. Also mehr Taktik-Shooter. Abwarten. Ja. Abwarten und Tee trinken. Spiel doch einfach World of Tanks. Dann haben wir auch wieder jemanden im Podcast, der die Fragen zu World of Tanks beantwortet. Mich juckt oder mich interessiert War Thunder da tatsächlich gerade mehr. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe noch nicht reingespielt. Aber ich hab einfach zu viele andere Spiele gerade offen. Wie gesagt, Assassin's Creed ist noch nicht durch. Die beiden gerade erwähnten sind noch lange. Also doch, Battlefield habe ich durchgespielt. Kampagne war übrigens auch nicht viel länger als die Call of Duty-Geschichte. Auf Normalmodus ich jetzt hart spielen, sondern hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber die Bugs da drin waren lustig. Ich bin von NPCs durch eine Wand geschoben worden und dann durchgefallen. Bin im Checkpoint respawned und zwar wo komplett anders. Und dann ist das nächste Event getriggert. So, Wir kommen ja vor. War super. Ja, hättest halt einen Hund dabei gehabt. Bei Battlefield schwierig. Hättest halt GTA gespielt. Hätte jemand GTA gespielt. Das ist auch noch offen. Das ist auch noch auf der Musik. Das sollst du unbedingt mal spielen. Und Hearthstone. Und Bugman, was ich erst anfange, wenn der Patch kommt. Und The Secret World, das Halloween-Event ist toll. Das Mutter, ich will keine MMOs spielen momentan. Jetzt gibt's die Flames. Sam kanalisiert den gesamten Kommentar-Hass auf sich. Das nächste, was ich tatsächlich gerade mal wieder anfassen würde, ist EverQuest Next. Da habt ihr mich irgendwann mal scharf gemacht im Cast drauf. Ja, da kommt aber erstmal Landmark. Ja. Da kann man ja schon mal rumspielen. Wildstar Beta ist nicht. Ja, da weiß man auch nicht, wann das jetzt. Im Dezember, stimmt, es geht im Dezember los. Mach dich nicht ganz fickerig. Ich hab mich. So ich habe mich tatsächlich angemeldet. Der Stil ist schon cool. Ich mag ja diese Grafikgeschichten auch, deswegen stört mich auch die Grafiken wie WoW nicht. Ich kann auch diese ganzen die Grafik ist scheiße, Leute, nicht ab. Ist mir nämlich vollkommen egal. Hauptsache, es ist stimmig. Wenn es passt, passt. Das Einzige, was ich an Wildstar in der Grafik jetzt an den Screenshots immer bemäkelt habe, waren die Bodentexturen. Weil die aussehen wie Krütze, ja. Muss man so sagen. Kennt man ja aus World of Warcraft. Bis auf Sturmwind und Orgrimmar. Da sehen die Böden gut aus. Ja. Der Rest. Ja, wobei ich bei Wildstar tatsächlich nicht weiß. Ich meine, die machen ja extrem viel mit ihren, wie nennen die das, Telegraphs, wo dir angezeigt wird, wo der Gegner welche Attacke macht. Wenn du dazu tolle, komplexe Bodentexturen mit sonst was für Vegetation hast, gehen die natürlich dann auch, sind auch schwerer zu erkennen. Dann lass dir was einfallen für die Darstellung. Größere Telegraphs. Oder alles also, blinkt und blitzt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es deshalb bei den Bodentexturen eher so ein bisschen hapert, aber das wird sicherlich auch eine Entscheidung sein, die da mit reinfließt. Aber ich bin echt mal gespannt, wie sich das anfühlt, das ganze Spiel halt anfühlt. In den Videos sieht's, ist natürlich immer schwierig, von Videos auf Spielgefühl zu schließen, weil ich habe es tatsächlich auch noch nicht in der Hand gehabt, aber sieht zumindest sehr, sehr schnell, präzise, gut aus. Das ist aber tatsächlich was wenig MMOs so hinkriegen, deshalb mag ich WoW auch nach wie vor. Das ist so von der, einfach dem... Das Gefühl, wie du hast, wie sich deine Figur bewegt und so, das passt halt einfach irgendwie alles. Das ist dann der Vorteil von Comic-Grafik, würde ich sagen. Da fand ich SWTOR zum Beispiel furchtbar, ist auch übertrieben, aber das ging irgendwie alles nicht so ganz zusammen. Figuren waren so ein bisschen zu starr, zu träge. Am geilsten fand ich bei SWTOR immer noch, dass es unterschiedliche Größen für die Charaktermodelle gab. So dass man mit einem fetten oder größer gebauten Charakter nicht durch eine Lücke kam, um zu irgendeinem Datacron zu kommen und man sich durchsterben musste und von einem anderen auf der anderen Seite wiederbeleben lassen musste, damit stimmt, man dahin kam. Mein Jedi-Schatten, der den einen Datacron nicht haben durfte, weil er nicht durch die Tür gepasst hat. Das heißt, ich komm hier nicht durch! Mit modifizierter Größe auch andere Hitboxen. Ja. Sehr fair. Hat jemand nicht so richtig drüber nachgedacht, glaube ich, im Vorfeld. Auf der anderen Seite haben sie sich wohl gedacht, du kannst halt als Riesentyp nicht durch eine kleine Lücke. Das ist halt realistisch. Ich glaube, das gab es bei Age of Conan auch mal.
dass die Frauen irgendwie eine langsamere Schlaganimation hatten und sich das auf den Schaden, den sie gemacht haben, also weibliche Charaktere, sich auf den Schaden ausgewirkt haben, den sie mit einer bestimmten Waffe gemacht haben oder so. Age of Conan und weibliche Charaktere, das ist sowieso eine Geschichte für sich. Voller Missverständnisse, oder? Und mit Itemshop-Geschichten. In Brüsten. Ja, wir haben übrigens noch ein paar wenige Fragen hier. Wollen wir die noch nehmen oder nicht? Such dir das aus. Das hatten wir schon mal. habt ihr vor The Dark Kingdom schon gesehen? Und zwar von Bluedust. Nee, aber ich du auch vielleicht. Nicht, ne? Ich habe auch noch nicht gesehen. Oh. Ich habe tatsächlich bei einem Kommentar auch die Spoiler rausgenommen. Ich habe mir überhaupt nichts zu dem Film heute angeschaut. Ich will ihn halt noch gucken. Und ich habe mir auch nichts gelesen und gar nichts. Also dann einfach hat einer den Kommentar umgespoilt oder was? Kinder, ihr sollt doch nicht spoilern. Das ist, man lebt bei Podcast-Fragen gefährlich, sage ich mal wieder, weil mir hat ja jemand StarCraft 2, habe ich mir beim Podcast-Fragen raussuchen, gespoilert, also Wings of Liberty. Ja. Ich will ja nicht spoilern, aber... Was? Scheiße! Ja, das geht ja fast, und das Problem ist, wenn das Spoiler dann hinterher in Klammern steht. Übrigens, was haltet ihr eigentlich von... Nö, Spoiler. Die Reihenfolge war falsch. Man muss feierweise sagen, das stand Spoiler davor, aber wir haben explizit Spoiler-Tags, um das Zeug auch auszublenden. Also wenn man das zwischen Spoiler setzt, ist es nicht sichtbar, bis man es aufklickt. Das ist voll clever, hä? So, weil die überfliegendes Lesen ist halt, dann nimmt man halt die Infos schon auf, ohne es zu wollen, so richtig. Ich muss ja auch zugeben, ich muss bei Thor auch noch den ersten sehen. Wie? Hast du nicht gesehen? Nee. Wir haben auch Captain America noch nicht gesehen. Nee, den will ich auch gar nicht sehen. Den will ich auch nicht sehen. Ich finde den irgendwie langweilig. Ja, ich auch. Ich finde auch die Figur langweilig. Wir haben nur Iron Man gesehen. Aber auch den dritten noch nicht. Den dritten auch noch nicht. Der ist auch nicht. Naja. Ich habe gehört, der soll besser als der zweite sein. Der hat lustige Sachen drin, aber ansonsten, wo wollt ihr eigentlich hin mit dem Film? Das ist die ganze Zeit die Frage da. Okay. Aber ich spoilere ja nicht. Oder spoilere ich damit? Ich habe eine Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung erzeugen von einem Film oder was auch immer, ist auch Spoilern. Das predige ich jedes Mal, wenn ich auf jemanden sauer bin, weil er genau das gemacht hat und jetzt habe ich es gerade selbst getan. Es tut mir leid, verdammt. Ah. Bitte. Das kommt noch an, wenn du die Erwartungshaltung runterschraubst, ist es ja aber eigentlich positives Spoilern. Weil weil du guckst den Film dann nämlich genau mit diesem Gedanken, irgendwas ist da bestimmt jetzt komisch und dann warte ich drauf. Ach, na ja. Das ist so die Erwartungshaltung, die Herr Esposito bei mir geweckt hat, als ich gefragt habe, wie denn das Kino in Erlangen so sein soll. Und er gesagt hatte, das soll nicht so gut sein. Jetzt hast du das dauernd im Kopf, dass es nicht so gut ist. Oder? Ja, ich habe dann nämlich glücklicherweise, gestern habe ich Kinokarten reserviert für Konzertfilm im Schienenspital in Nürnberg, weil ich das da zufällig gesehen habe, dass der Film da doch gezeigt wird und nicht nur in Erlangen. Und da meinte ich dann auch zu Mayri, die kommt auch mit und sagte uns zu ihr, hier, Cinemagnum und sowas, ja geil. Und sie so, ja, ich habe auch nicht so viel Gutes über Erlangen Kino gehört. Ich weiß nicht, ob das Kino in Erlangen gut ist, aber ich habe jetzt ständig die ganze Zeit im Hinterkopf, es soll nicht so gut sein. Ich kann mir vorstellen, von wem sie das gehört hat. Zam, Star Wars Episode 7. Ich habe gehört, der ist nicht so, oder würde ich aufpassen jetzt. Ja, mal gucken. Ja. Und Harrison Ford erst. Ich fand diese kleine Szene bei Northam Gray, wie heißt er? Graham Norton? Glaube ich. Graham, ja. Ich fand es echt super mit Harrison Ford und... Ich fand Benedict Cumberbatch als Wookie super. Ja, aber das war einfach ein Ritterschlag mit Ich mag dein Zeug, vor allen Dingen als Sherlock Holmes. Ja. Ja. Ja, aber Zeit, dass bei Sherlock mal wieder weitergeht. Allerdings. Haben wir hier noch eine Frage? Das ist schon wieder eine WoW-Frage. Ah, nee, die ist interessant. Nochmal von Chilio. Ich habe selbst nicht so viel Zeit für WoW, Frau, Kind, Arbeit und so weiter. Wie viel Zeit verbringt ihr so am Abend mit eurem Hobby? Nicht nur WoW gemeint. Wie geht's denn? Oh, nee, das ist eine zweite Frage. Ich versuche so viel Zeit wie möglich am Abend mit meinem Hobby zu verbringen. Also man kommt natürlich erst mit einer gewissen Zeit nach Hause, möchte erstmal was zu essen machen oder was zu essen vertilgen. Vielleicht noch ein paar Sachen nachholen, wie mit Leuten telefonieren oder sowas. Mutter callen und so. Wie, du kennst noch andere Leute außer uns? Ja, meine Mutter muss ich halt immer anrufen. Wäsche waschen, irgendwie auf dem Balkon, Balkonpflanzen, sich drum kümmern oder sowas. Wenn das alles passiert ist, also so spätestens zwischen 19 und 20 Uhr ist es halt fertig, schaue ich, dass ich möglichst viel Zeit mit meinen Hobbys verbringen kann. Was jetzt allerdings nicht nur
auf Spielen beschränkt ist, sondern halt auch beispielsweise auf Fernsehserien sehen oder Filme sehen oder Sachen schreiben oder sowas. Das ist aber auch alles ja Geeky. Und Geeky? Ja. Hast du gerade Geeky gesagt? Du sagst doch Giant Wars, oder? Ja. Okay. Ich sage übrigens auch China. Ist aber bei mir natürlich. China heißt das. Ist bei mir natürlich sowieso einfach, weil ich erstens nicht verheiratet bin. Beziehungsweise ich bin mit einem Kerl zusammen, der genauso beknackt, wenn nicht noch beknackter ist in der Hinsicht. Also noch geekiger. Den Typ schon mal gesehen. Den habt ihr schon mal gesehen. Get a Geeky Visit. Und wir haben keine Kinder oder so. Also wir können unsere Zeit relativ frei gestalten. Wir haben auch keine Haustiere. Also nichts, wo man großartig sich abends noch drum kümmern möchte, weil man halt sich drum kümmern möchte. Sondern sind sehr frei da in unserer Abendgestaltung. Aber um eins oder so heißt es dann meistens doch, müssen wir schlafen gehen, weil morgens arbeiten. Tja. Das ist schon, ja. Geht mir ähnlich. So sieht das aus. Und dann muss man natürlich Prioritäten setzen, was man für mich, welche Hobbys man an diesem Abend ausführen möchte. Das ist, halt, das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist halt das Schlimmste, wenn du gerade viel zockst und viele Spiele geholt hast, weil dann, ja, dies hier und da 5 Minuten und da 5 Minuten. Ich hätte vielleicht jetzt auch vorhin jetzt auch nicht mehr. Verdammt. Also das war so gestern so. Wir haben irgendwie gedacht... Sind ja nicht nur Spiele, du hast ja auch... Alleine wenn du irgendwie Spaß an Serien hast, da gibt es ja ein Überangebot an, du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst, irgendwas zu gucken. Das war gestern so, David meinte dann, ja, hier, spiel mal Soulforge. Wir machen da vielleicht was für die Show. Dann habe ich Soulforge gespielt. Danach habe ich Hearthstone gespielt, um meine tägliche Quest wegzukriegen. Habe aber so lange Hearthstone gespielt, dass ich dann am Ende nur noch Zeit für The Secret World hatte, um da halt Horrorgeschichten noch wegzumachen. Aber nicht mehr für GTA, um da beispielsweise halt Monster Stunts zu machen. Was ich dann wieder scheiße fand. Deswegen sitze ich dann heute Abend da und denke mir eigentlich, das ist ein GTA-Spiel, um Monster Stunts wegzumachen. Aber eigentlich auch die tägliche Quest in Hearthstone. Und eigentlich aber auch die Horror-Stories in Secret World, weil die sind nur bis zum 11. da. Und eigentlich wäre ja heute der wöchentliche Filmabend, aber da sind ja alle krank jetzt geworden. Ja, glücklicherweise. Nein, sorry, ich will jetzt nicht sagen, gut, dass ihr alle krank seid, sondern gut, dass es diese Woche vielleicht ausfällt, weil dann haben wir mehr Zeit, um andere Sachen zu machen. Ja, gute Besserung an den Herrn von Bredow an dieser Stelle, der... Ja. Grippe technisch da niederliegt. Was übrigens die zweite Frage von Chilio so ein bisschen mit einbezieht. Wie geht's den alten Buffys? Ja, Björn geht's gerade nicht so gut. Nee. Marcel geht's nächste Woche gut, weil da ist er, glaube ich, in Las Vegas, oder? Mhm. Mhm. Eigentlich zu irgendeiner Tagung. Mit Matze. Ja, den gibt's auch noch. Ja, und mit dem Benny spiele ich ja Battlefield, der lebt also auch noch. Der ist irgendwo in Schwabe. Den sollte er auf dem Server messern, habe ich gehört. Ja. So oft es geht. Ihr vertragt euch also gut, wie man hört. Ja, natürlich. Das sind die täglichen Flames, die wir früher hatten, die machen wir heute immer noch per Skype zumindest. Bernd war neulich im Lande, der lebt auch noch, dem geht's auch gut. Der Kollege Emery ist heute hier im Haus sogar tatsächlich. Ja. Der überschneidet sich sein Termin nur gerade mit dem Podcast. Ja. Sag jetzt nichts Falsches, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf. Ich würde es lieber nicht erwähnen. Ja. Er macht Werbung für ein Spiel. Ja, genau. Können wir das stehen lassen. Und der Dan, denn von dem hört man auch ab und zu noch Sachen. Der hat mich gestern angeschrieben, weil er wollte WoW-Rat haben. Oh, der spielt wieder WoW? Er spielt wieder WoW, er hat jetzt gerade auf 90 gelevelt und wollte wissen, was er jetzt so als nächstes machen will, weil er braucht ein bisschen Ausrüstung. Dann habe ich ihm gesagt, hier, kein Problem, zeitlose Insel. Das ist eine einfache Antwort der Zeit, ja. Ja. Zeitlose Insel. Ja, nee, also alle, die noch so im Nürnberger Dunstkreis sind, mit denen, also wie gesagt, wir haben ja eigentlich jede Woche dienstags immer unseren Filmabend, der eigentlich fast nur aus X und noch Buffys besteht. Also insofern. Ja. Da herrscht noch Kontakt und den Herrschaften geht's gut. Je nachdem, wie der Film ist, manchmal schlechter an dem Abend, aber. Oder wer gekocht hat. Das soll das, deswegen koche ich auch wir nicht. Wir kochen alle sehr, sehr anständig. Stimmt, der Filmabend übrigens, zu dem Zam noch nie eingeladen hat. Ja, Zam. Das könnte man in den Kommentaren gerne mal anprangern. Weißt du, ständig zu uns raus oder zu Marcel oder zu Björn, aber bei dir. Ja. Ja, da müsste ich aufräumen. Irgendwann mal. Schreibt Sam mal eine PM, das aufräumen. Da sind wir wieder bei der Schwierigkeit der Abendplanung. Aufräumen, mal Battlefield spielen. Aufräumen, sie legen wir meistens aufs Wochenende. Ja, ich eigentlich auch.
Aber das ist dann halt bis Dienstag wieder ein Training. Das ist aber eigentlich auch nervig, weil dann hast du eigentlich am Wochenende den ganzen Tag Zeit, um irgendwas Spaßiges zu machen und dann hängst du da um das Haus. Wie lange braucht ihr denn dafür, bitte? Es gibt halt keinen spaßigen Zeitpunkt. Wir haben halt ein bisschen größere Wohnung als du vielleicht. Es gibt halt keinen spaßigen Zeitpunkt für Hausarbeit. Das ist ja jetzt aber nichts Neues. Man kann es ja verbinden, machst da halt eigene Achievements drauf. Ja. Das haben wir mal versucht und hat nicht funktioniert. Dass ich währenddessen Podcast höre, ist noch die sinnvollste Beschäftigung, die ich nebenbei noch, der größte Nutzwert, den ich aus der Zeit noch rausziehen kann. Aber ja. Das ist auch. Und über Next Gen, wie auch immer, Konsolen, Jiki, reden wir das nächste Mal. Oder wieso, was ist denn mit Next Gen? Ja, der Win möchte nämlich irgendwas dazu. Das ist so interessant. Geworden jetzt. Ich würde auch jetzt ganz tatsächlich gar nicht vorbestellen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde einfach warten, bis ein vernünftiges Spielebundle kommt, irgendwann nächstes Jahr. Nicht dieses Jahr, muss nicht sein. Ich hätte es nicht vorbestellen, weil, aber ich glaube, das hatten wir im Podcast auch schon ein paar Mal, ich traue beiden nicht bei der ersten Hardware-Generation über den Weg. Bestenfalls würde ich relativ kurz nach Release kaufen, nachdem ich bei Freunden, Bekannten oder hier im Verlag gesehen habe, okay, die Dinger funktionieren tatsächlich. Warte noch einen Monat. Aber blind vorbestellen schon mal sowieso nicht. Und so wie das Spielangebot jetzt derzeit aussieht, warum dieses Jahr, wofür? Exakt. Sehe ich auch so. Kommt alles nächstes Jahr. Ja. Ja, ich würde sagen, da sind wir soweit durch. Machen wir mal einen Schlusspunkt. Haben wir ja lange genug gequatscht. Ja, wieder die panzerlose Dreierrunde. Wie gesagt, alle Informationen, die ihr braucht für ZAMS Battlefield 4 Server oder für das Hearthstone-Gewinnspiel, findet ihr auch nochmal in der News bei uns auf buff.de. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Vor allem, wenn ihr Blizzard-Fans seid, dann geht's volle Kanne ab auf der BlizzCon. Ja, das virtuelle Ticket fällt mir gerade ein. Wo kann ich am Wochenende gucken? Yay. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, um dann zu besprechen, was denn jetzt wahr geworden ist und was nicht von unseren Prophezeiungen, würde ich mal sagen. Alles, was David gesagt hat. Ja, ich habe ja immer recht, wenn ich irgendwas vermute. Ja, würde ich auch sagen. Wisst ihr, was passiert? Braucht ihr eigentlich gar nicht mehr gucken. Jetzt die BlizzCon ist alles gegangen. Wissen wir schon alles. So, ich sage jetzt Tschüss, ihr sagt auch Tschüss und dann gehen wir jetzt. Tschüss.